Update Augmentationschirurgie. Das ist der Titel heute. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen. Schönen guten Abend allerseits. Freue mich, dass wir den nächsten Teil unserer Webinarreihe jetzt hier heute Abend alle miteinander verfolgen können. Freue mich, dass wir zum dritten Mal jetzt schon, haben wir gerade eben schon in der Vorbesprechung durchgerechnet, Dr. Markus Trölsch da haben können. Diesmal zum Augmentationsthema. Letztes Mal hatten wir das digitale Planungsthema. Also insofern, ich freue mich, dass wir da Sie heute wieder dabei haben können. Mein Name ist Stefan Liepe. Ich will nur kurz eben erzählen, wie es funktioniert. Wir werden Ihnen für dieses Seminar, weil es etwas länger dauern wird, zwei Punkte dann heute als Teilnahmebescheinigung zuschicken. Die Teilnahmebescheinigung bekommen Sie automatisch im Laufe der kommenden Woche dann zugeschickt. Bei der Gelegenheit möchte ich gar nicht viel weiter erzählen, sondern möchte einfach überleiten. Anita Wuttke, mein Herr, ganz herzlichen Dank übrigens, Anita, bei der Gelegenheit mal für das Organisieren dieser ganzen Implantatreihe. Wir haben jetzt schon so viele Webinare gemacht und Anita Wuttke organisiert das eigentlich immer alles für uns, spricht mit den Referenten. Mein ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass es heute auch wieder so gut geklappt hat. So, das Ja. soll es von meiner Seite gewesen sein. Ein Wort eben noch zur Technik. Wenn Sie Fragen haben, wie immer, entweder in den Chat oder in den Fragenteil. Sie können das eintippern und wir werden das dann am Ende, denke ich, mit Herrn Trölsch durchgehen, werden ihm das zuleiten. Er kann es selbst vielleicht auch schon sehen. Wir werden es ein bisschen sortieren. Wenn ich wir sage, dann meine ich noch meinen Kollegen Dr. Wolfgang Neumann, der auch im Hintergrund jetzt tätig ist und ein bisschen hilft. Und wir sehen uns dann alle zum Ende wieder. Das soll es von mir gewesen sein. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Abend aus München wünsche ich allen. Wir sitzen jetzt hier wieder zusammen mit dem Herrn Dr. Trölsch. Er hat schon mal einen Vortrag gehalten über Update Implantologie, digitale Implantologie. Und heute geht es, wie gesagt, um Augmentationschirurgie. Ich stelle Sie ganz kurz vor, Herr Dr. Trölsch. Sie sind Dr. Med. Dent und haben in Erlangen studiert und promoviert. Sie waren zu Arbeits- und Studienaufenthalten an der Westmead Medical School in Sydney, am Universitätsspital Zürich sowie an der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Ruhr-Universität Bochum bei Professor Kunkel. Anschließend wechselten Sie an die Universitätsmedizin in Göttingen bei Professor Schliephake und haben dort Ihren Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie abgeschlossen und wurden zum Oberarzt des Universitätsklinikums für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ernannt. Und seit März 2017 sind sie in Ansbach, Mittelfranken, niedergelassen. Seit 2016 ist Dr. Markus Trölsch Vorsitzender der Akademie Praxis und Wissenschaften, APW der DGZMK. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt im Bereich Augmentation. Das ist heute ein Heimspiel für Sie, Herr Dr. Trölsch. Also Knochenaufbau der Kieferknochen. Zu diesem Thema ist er auch in den Leitlinienkonferenzen der DGZMK aktiv. Und soeben wurde mit ihm als Chefautor die neue Leitlinie Indikation für die Anwendung von Knochenersatzmaterialien herausgegeben. Herr Dr. Trölsch hat sich bereits Anfang April 2020 als Interviewpartner für uns zur Verfügung gestellt zum Thema Kampf den Keimen, Infektionsschutz und Hygiene in der Zahnarztpraxis. Sein Buch Medizin in der täglichen zahnärztlichen Praxis ist soeben erschienen im Quintessenz Verlag. Herr Dr. Trölsch, wir freuen uns, Sie wieder bei uns zu haben und wir freuen uns auf Ihren Vortrag zur Augmentationschirurgie. Bitte schön. Liebe Frau Wuttke, vielen Dank. Danke, dass ich mal wieder bei Ihnen sein darf. Sie wissen ja, Heimspiele können durchaus die schwersten sein. Ich strenge mich an, dass es trotzdem gut läuft. Ich bitte kurz dann nur um Rückmeldung, ob mein Bildschirm auch ordentlich übertragen wird. Sehen Sie alles? Kriege ich gerade keine Rückmeldung. Können Sie mir kurz Entschuldigung, akustisch ja, es rückmelden? wird übertragen. Sehr gut. Okay, wunderbar, dann bin ich schon glücklich. Vielen Dank. Dann würde ich gleich mal anfangen. Liebe Frau Wuttke, Sie haben ja wirklich eine tolle Online-Seminarreihe hier auf die Beine gestellt. Gesponsert wird das Ganze ja von Bego und Geistlich. Freue ich mich drüber. Wichtig ist,
Da kommen wir auch gleich zum Interessenskonflikt. Ich halte auch sonst für verschiedene Firmen bezahlte Vorträge. Dazu gehören unter anderem Bego, Geistlich, Straumann, Mektron und so weiter. Das ist deshalb für Sie wichtig, weil Sie auch in diesem Vortrag Produkte von diesen Firmen unter anderem sehen werden. Zudem bin ich, Sie haben es ja lieberweise schon erwähnt, erster Vorsitzender der APW in der DGZMK. Deshalb wird hier und da auch ein bisschen APW-Werbung eine Rolle spielen. Ich darf seit einigen Monaten mich als Honorary Ambassador der Slow Dentistry Foundation bezeichnen. Das ist eine Gruppe, die sich um Qualität in der Zahnmedizin, Infektionsvermeidung, hochqualitatives Arbeiten und so weiter dreht. Und wir haben auch diverse Pro-Bono-Fälle mit Firmen laufen. Das ist die Praxis von uns mitten im schönen Ansbach. Auf der rechten Seite sehen Sie das Gebäude in weiß und hellrosa. Und da sind mein Bruder und ich zusammen mit unserem Vater niedergelassen. Den Vater sehen Sie auf der rechten Seite. Hier sehen Sie ein paar Leute aus unserem Team. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte liegen zum Beispiel in der Augmentationschirurgie, aber auch die ganz normale Kieferchirurgie. Hier sehen Sie uns vor 3 Wochen bei einem großen Mittelgesichtstrauma mit einem offenen Zugang von oben. Warum zeige ich Ihnen diese Bilder? Da sehen Sie von oben in die Orbita rein, rekonstruktiv links unter dem Haken die Nase. Sie sehen, das ist ganz ordentlich kaputt. Für mich ist autogener Knochen was sehr Schönes und ich komme auch mit den Zugängen eigentlich ganz gut klar, fühle mich da wohl, auch wenn ich eine Calvaria nehme oder ein Becken. Das ist keine Sache, die mich davon abhält. Wichtig ist aber am Ende des Tages, muss das immer so sein? Welches Material verwenden wir am besten? Wo können wir die individuellen Vorteile am besten kombinieren? Und da haben wir 2016 einen großen Review gemacht, aus dem in der Verlängerung, und Sie sehen es unten rechts, auch die Leitlinie mit entstanden ist. Den Fall kennen Sie schon vom digitalen Planungsseminar so ein bisschen. Da bin ich vor allem auf die implantologischen Fragestellungen eingegangen. Heute gehe ich vor allem auf die augmentativen Fragestellungen ein. Der Patient hat einige Implantate verloren, hat fast keinen Kieferkamm mehr im Ober- und Unterkiefer. Sie sehen es hier, da ist kaum noch was übrig. Oben Nasenboden ist de facto dann schon der Alveolarkamm. Hat mehrere Sinuslifts verloren, hat mehrere Kortikalplatten, Blocks verloren, es ist ein Diabetiker, hat Osteoporose, verschiedene andere Erkrankungen. Also da ist viel, wo wir uns unterhalten können. Ich werde das Seminar heute so strukturieren, dass wir erstmal in die Beurteilung gehen, dann uns über die wissenschaftliche Datenlage unterhalten und dann Punkt 3 und 4 sind die klinischen Fälle, die man ein bisschen unterteilen kann und dann ein Fazit ziehen. Ich hoffe, dass ich schaffe, Sie die nächsten anderthalb Stunden da bei der Stange zu halten. Lassen Sie uns kurz mit der trockenen Theorie anfangen. Die Defektbiologie ist eine der entscheidendsten Varianten und der entscheidendsten Faktoren, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir den Kieferkamm regenerieren wollen. Ganz links der idealisierte vierwandige Defekt, den gibt es natürlich in der Realität relativ selten. Das hier wäre unsere gut erhaltene Extraktionsalveole mit allen Wänden. Und dann kann man natürlich, je weiter man nach rechts geht, auch umso weniger Knochenwände haben. Je weiter wir nach rechts kommen, desto höher ist der nötige regenerative Aufwand, desto schwieriger ist es, desto mehr Fähigkeit muss der Chirurg mitbringen, aber desto mehr muss das Material auch leisten können. Wenn man in dieser leicht stilisierten Darstellung sich vorstellt, das Graue sei bitte das Weichgewebe, dann haben Sie diese Zwischenschicht, bevor es braun in den Knochen geht, dann wäre das Graue der sogenannte skeletale Envelope, der Weichgewebsmantel sozusagen. Ein fast schon legendärer Bereich in der Augmentationschirurgie. Und in der Vorbereitung der Leitlinie haben wir gemerkt, das ist eigentlich gar nicht so genau definiert und haben auch das versucht, mal etwas niederzulegen. Die Idee ist, solange wir den skeletalen Envelope, also den Weichgewebsmantel, berücksichtigen, solange können wir hoffen, ein gutes Regenerationsergebnis zu erreichen. Aber wenn wir einen Defekt haben, der so aussieht, wir machen nichts, stützen den nicht ab, dann ist das Defektergebnis so, ein eingefallener Knochen und das Weichgewebe übernimmt den Platz. Wenn wir aber auf der anderen Seite versuchen, diesen Defekt abzustützen, aufzufüllen, für eine Regeneration entlang der grauen Pfeile zu sorgen, dann haben wir eine Chance, dass es ideal aushält, hoffentlich vielleicht sogar so.
Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt versuchen, den Weichgewebsmantel zu verdrängen, in seinen Bereichen wegzuaugmentieren, dann sehen Sie rechts im Vergleich in klein nochmal, der dreiwandige Defekt, der aus verschiedenen Seiten regenerieren kann, während wir in dem Fall, wo wir in den skeletalen Mantel, in den Weichgewebsmantel hineingehen, nur noch eine Wand haben, aus der die Regeneration erfolgen kann, was sehr häufig dann entsprechende Resorptionen des Augmentats zur Folge hat. Eine weitere wichtige Überlegung ist diese. Sobald wir dem Weichgewebe erlauben, einen Bereich des Knochens einzunehmen und wir dann versuchen, das später wieder zu gewinnen, sind wir schon beim Wiedergewinnen in der komplexen Augmentation, also in dem Bereich, wo wir Weichgewebe verdrängen müssen und mit hohen Resorptionen arbeiten müssen. Eine logische Schlussfolgerung ist daraus, dass wir versuchen, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Die Leitlinie hat das aufgegriffen. Da hat unten sehen Sie das sozusagen Leitlinienkommando, die Mitautoren, die da mit mir sich durchgekämpft haben. In dem Bereich hat besonders der Dr. Papst sehr viel gemacht und viel rausgearbeitet. Und es ist tatsächlich genauso auch in die Leitlinie reingekommen, dass der Fall A nicht zum Fall B werden sollte, weil sonst natürlich der ganze Fall D immer auch aus dem Fall B resultiert. Also auch kurz gesagt, solange wir versuchen, Weichgewebe und Knochen zu erhalten, haben wir ganz gute Karten. Wenn wir Weichgewebe verdrängen müssen, wird es schwieriger. Professor Al-Noas war damals die Leitlinie ist gerade letzte Woche jetzt endgültig erschienen, war der Koordinator und hat das ganz großartig gemacht. Wie man hier sieht, waren auch zwei wirklich fähige Leute aus dem BDIZ in der Konsensuskonferenz mit dabei. Vielen Dank an Sie beide. Das Ergebnis, glaube ich, hat wirklich einen ganz guten Drall gefunden. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Das ist das Wunschergebnis, das wir nach 10 Jahren sehen wollen. Das ist auf der anderen Seite der Albtraum, den wir hoffentlich nicht allzu häufig in der eigenen Praxis sehen. Ich werde Ihnen auch meine Fehlschläge zeigen. Das ist einer von meinen Fällen. Ja, so darf es nicht laufen. Und Sie werden merken, ich versuche auch bei den einzelnen Techniken Ihnen so ein bisschen Zahlen zu geben. Wie oft macht der das denn eigentlich? Oder wie viel Erfahrung hat er damit? Denn es ist immer ganz einfach, ein, zwei Einhornfälle zu zeigen, die ganz großartig gelaufen sind. Und dann hat man vielleicht einen anderen Fall, der nicht so aussieht. Also ich finde, zum ausgewogenen Vortrag gehören beide Seiten, weil wir am Ende ja das Ergebnis für den Patienten erzielen müssen. Sie wissen, da reite ich immer ganz gern drauf rum, zum Ergebnis gehören Behandler, aber auch der Patient mit seiner Mitarbeit. Es gehört das Chirurgische, können die Selbsteinschätzung, Material und Planung dazu, aber auch die finanzielle Bereitschaft des Patienten, die richtigen Schritte mit uns zu gehen, Vorerkrankung, Compliance, Habits und Ähnliches. Ja, am Ende steht dann die Falleinschätzung und die hoffentlich dann richtig geworden ist. Ansonsten müssen wir uns mit den Verlustursachen des Implantats beschäftigen. Das Interessante ist, wenn wir jetzt versuchen, Fehlschlagsursachen von Augmentationen uns anzugucken, gibt es einen eigenen Bereich der Leitlinien dazu, dann finden wir da nicht so viel. Da es aber um grundlegende Knochenheilungsmechanismen geht, hoffe ich, erlauben Sie mir, dass ich einen Schlag rüber kurz in die Implantologie nehme und die Risikofaktoren von da für jetzt rüberhole, weil das tatsächlich eine gewisse Relevanz für uns hat. Eine der entscheidenden Studien ist über 12 Jahre jetzt alt, wie ist eine Periimplantitis zu begründen. Da kamen 4 Faktoren raus, schlechtes Zähneputzen, Rauchen, Parodontitis und Diabetes. Und diese 4 Punkte sind auch für den Augmentationserfolg entscheidend wichtig. Wenn der Patient da nicht mitspielt, haben wir schlechtere Karten. Gehen tut es möglicherweise doch. Wir müssen aber von vornherein von einer höheren Komplikationsrate ausgehen. Ja, sowas wollen wir idealerweise nicht sehen. Und je nach Studie gibt es viele Faktoren, die darauf einspielen. Geht von medizinischen Faktoren über chirurgische Mitmachen des Patienten, Größen der Implantate, Funktion, Bruxismus, Medikamente und so weiter. Wenn man das Ganze mal zusammenfasst in einer Tabelle, kommt man auf sowas. Für die Augmentation sind die Funktionsfaktoren nicht so wichtig. Nur kurz zum Erwähnen, auch Bruxismus, Störkontakte auf Implantatkronen können hier natürlich Frühverluste bedingen. Aber KFO in dem Bereich, wo dann später das Implantat reingesetzt werden soll, die vor kurzem stattgefunden hat, ist tatsächlich ein Faktor, der wohl eine leicht erhöhte Verlustrate mit sich zieht von Implantaten. Interessant, weil das Bone Remodeling natürlich entsprechend angeschoben ist. Dieser Bereich hier ist für uns in der Augmentationschirurgie besonders interessant. Stoffwechsel, Protonenpumpeninhibitoren, andere Medikamente, gehen wir gleich noch kurz darauf ein. Antiresorptiva und Bestrahlung sind, glaube ich, jedem klar. Das ist problematisch, das zeige ich Ihnen nachher auch, wie schlimm das werden kann. Eine vorherige Parodontitis ist natürlich mit den gleichen Risikofaktoren für die Augmentation auch verbunden. Bei den Habits ist inzwischen das Rauchen allgemein bekannt als Problemfaktor. Wir haben nicht wenig Raucher.
Ich bin nicht ganz sicher, ob es da wirklich eine deutlich erhöhte Fehlerrate gibt. Das versuchen wir gerade so ein bisschen rauszurechnen. Aber all dieses Mitmachen des Patienten ist schon wichtig. Und auf der chirurgischen Seite ist natürlich die Erfahrung wichtig. Und auch die Frage ist, wie sieht denn die Weichgewebssituation aus? Denn Sie kennen ja all diese Sprüche, wie Weichgewebe und Hartgewebe da zusammenhängen. Am Ende des Tages ist eine Augmentationschirurgie für mich was, was beides ansprechen muss. Das zeige ich Ihnen nachher auch in ein, zwei Bereichen. Ein wichtiger Bereich, gerade für die Implantatfrühverluste, sind gewisse Medikamente. Hier sieht man zum Beispiel den Ablauf, wo wir das Problem meinen zu sehen bei den Serotonin-Reuptake-Inhibitoren, die SSRIs, Antidepressiva, die relativ häufig gegeben werden und die auf ihren Einfluss über den Serotoninstoffwechsel tatsächlich wohl möglicherweise eine Verschlechterung der Fähigkeiten des Bone Remodelings nach sich ziehen und dementsprechend von uns zumindest von der Anamnese her kurz erfasst werden sollten, dass wir im Hintergrund haben, das kann ein Problem bei der Knochenheilung geben. Und das Gleiche gilt für die PPIs, also zum Beispiel Omeprazol und Pantoprazol, die Protonenpumpeninhibitoren der Magensäure. Sie wissen, die werden sehr, sehr häufig gegeben. Und aufgrund ihrer Prozesse gibt es eine Reduktion der Knochendichte und wohl auch der Knochenheilungskapazitäten. Sie merken, die Datenlage ist da nicht riesig extensiv, aber es sind Dinge, die wir kurz erfassen müssen. Und dann ein Thema, das immer viel diskutiert wird, ist der Stoffwechsel. Diabetes ist uns allen bekannt, dass das natürlich entsprechende Probleme macht. Ich möchte jetzt auf einen kurzen Bereich nur eingehen, der nicht so häufig diskutiert wird oder vielmehr häufiger diskutiert wird, wo es aber mit der Datenlage dann doch immer ein bisschen schwierig ist. Und das ist das Vitamin D, sowohl in der Augmentations- als auch in der Implantationschirurgie. Das hier ist die PubMed-Suche von vor 2 Stunden. Sie sehen, die Anfrage ergibt irgendwas um die 600 Publikationen. Und wenn man die durcharbeitet, findet man ganz viele Sachen im Tierversuch, findet man ein paar klinische Sachen. Tatsächlich sieht es im Moment so aus, dass wir glauben, dass ein zu niedriger Vitamin-D-Level möglicherweise eine verschlechterte Knochenheilung bewirkt. Sie merken, ich formuliere das so ein kleines bisschen vorsichtig. Wir haben eine Empfehlung da unten, Vitamin-D-Bestimmung bei Patienten über 60 Jahren, bei Osteoporose-Patienten, Diabetikern und so weiter. In Tierstudien kann man relativ deutlich zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt. Klinisch gibt es auch nicht wenige Studien, die sagen, der Vitamin-D-Level hat jetzt nicht so viel damit zu tun. Aus unserer Sicht heraus ist es so, dass wir bei unseren Implantatpatienten, die ein bisschen älter sind und wo wir davon ausgehen müssen, dass aufgrund der geringen Sonnenexposition, die wir meisten ja hier in Deutschland haben, aufgrund des großartigen Wetters, wir den Patienten großzügig Vitamin D supplementieren. Da gibt es zum Beispiel das D-Kristol. Da ist dann die Empfehlung, dass man den Patienten 20.000 Einheiten einmal pro Woche gibt. Ich fange da, wenn ich die Planungsvorläufe habe, 6 bis 8 Wochen vor der Implantation oder Augmentation an und ziehe das nochmal 2, 3 Monate nach. Der wirklich richtige Weg ist natürlich, eine Vitamin-D-Level-Bestimmung über den Hausarzt machen zu lassen und wenn es da ein Defizit gibt, idealerweise auch den Hausarzt supplementieren zu lassen. Dann haben Sie das Problem in der Praxis nicht, haben das Problem angegangen und es läuft ganz leitliniengerecht. Ja, wie die Frau Wuttke lieberweise schon gesagt hat, unser Buch ist endlich nach 5 Jahren erschienen. Mein Bruder und ich haben uns ziemlich gefreut, als wir letzte Woche die ersten Exemplare davon in der Hand halten durften. Und all diese Fragestellungen um medizinischen Einfluss auf die Zahnmedizin haben wir versucht, da anzugehen. Da finden Sie relativ viele Informationen drüber. Also wenn wir jetzt diese ganzen Risikofaktoren angucken, dann muss ich sagen, so gibt es so Internetfunde, wo ich dann so ein bisschen traurig werde, wie dann Kollegen drangehen. Das ist zum Beispiel ein Fall, das ist von einem Kollegen aus Mexiko, hat mir das geschickt, das wurde dort auf den sozialen Medien von der Praxis publiziert, wie sie diesen Fall jetzt gelöst haben. Da war die Idee beidseitiges All-on-Four. Man hat dann, damit es etwas einfacher wird, sieht hier eingezeichnet, das ist aus diesen Internet-Postings Reduction Plane, das ist dann reduziert worden auf den Sinusbodenlevel. Das Ganze hat man offenbar mit etwas gröberen Instrumenten gemacht, dass man eine einheitliche Ebene hat. Hier hat man dann noch wohl einen Sinuslift mit angesetzt und das war dann entsprechend die Kaudentition, die wohl angeblich dazu gehört haben soll. So ganz passt es vom Röntgenbild nicht, war der gleiche Post. Fand ich ganz interessant, wenn das dann das angestrebte Endergebnis ist.
kann man viel drüber reden. Aber wir haben ja auch schöne Werbeanzeigen, die das Thema Augmentation so ein bisschen drin haben. Minimalinvasiv, schmerzarm, bezahlbar. Weil bei minimalinvasiven Implantaten hat man wesentlich weniger Aufwand. Ich muss sagen, ich stehe diesen Sachen sehr kritisch gegenüber, weil es einfach suggeriert, dass indem man irgendwas kleiner oder schneller macht, ist das Ganze billiger und besser. Die Wahrheit sieht leider anders aus. Das ist ja eine meiner Lieblingsanzeigen. Ich habe sie im Bereich der digitalen Planung schon gezeigt. Das Zahnimplantat, die medizinisch und ästhetisch beste Lösung für fehlende Zähne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Mundkiefer- und Gesichtschirurg, aber ich kann diesem Statement einfach von vorne bis hinten nicht zustimmen. Ja, es gibt sehr viele Behandlungsoptionen und das Implantat ist eine sehr schöne davon, aber sich da so festzulegen, finde ich so ein bisschen schwierig. Und vor allem dieser Punkt, kein Knochenaufbau nötig, wenn Implantate schräg gesetzt werden können. Schauen wir uns mal so einen Fall an. Der Patient kam zu uns in die Praxis ein paar Monate nach Implantation und prothetischer Versorgung. Das war abgegangen und der Zahnarzt war nicht erreichbar. Und hat er uns gefragt, ob wir das ihm einfach schlecht und schnell wieder draufsetzen können. Das Problem war, man sieht es auch schon an diesem mäßig gesunden, gelblich-weißen Sekret, das aus dem hinteren Implantat rauskommt. Da ist möglicherweise nicht so ganz in Ordnung. Das hintere Implantat ist auch um die eigene Achse drehbar. Und wenn man das Röntgenbild sich dazu anguckt, muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht mit kurzer Implantologie oder schräg gesetzt gemeint. Sind wir uns, glaube ich, alle einig. So, nach diesen hübschen Internetfunden würde ich auf die Datenlage mit Ihnen kurz eingehen, auf die wissenschaftliche Seite. Die drei wichtigsten Regeln sind da tatsächlich ganz brutal Evidenz, Evidenz, Evidenz. Weil am Ende des Tages müssen Sie verantworten, warum Sie diesen Weg mit dem Patienten gegangen sind. Sie klären den Patienten im Rahmen Ihrer Aufklärung auf, wie das Prozedere wäre, was man machen kann. Und Sie sind verpflichtet, auch Alternativen mit dem Patienten zu besprechen. Also zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin ein riesengroßer Fan von autologen Blöcken, dann muss ich zum Patienten sagen, wenn es in der jeweiligen Situation auch noch eine Alternative gibt, dass es auch andere Wege gäbe, den Knochen aufzubauen. Man muss dem Patienten die Vor- und die Nachteile darstellen. Und sagen wir mal, es kommt wirklich hier zu einem juristischen Problem. Müssen Sie darlegen können, warum Sie den entsprechenden Weg gegangen sind. Und das Gleiche gilt aber auch für die Auswahl von Biomaterialien. Nur weil die Packung hübsch ist, ist das leider kein ausreichender Grund, ein Biomaterial X oder Y zu verwenden, sondern Sie brauchen für die Indikation, in der Sie es einsetzen, tatsächlich wissenschaftliche Evidenz. Und das ist das, was uns bei der Erstellung dieser großen Übersichtsstudie 2016, aber auch bei der Leitlinienerstellung so ein bisschen überrascht und schockiert hat. Das ist, wenn man ganz ehrlich ist und die verschiedenen Indikationen runterbricht, häufig gar nicht so viel Evidenz gibt. Das ist diese Hauptarbeit, die da 2016 gemacht worden ist. Und wir haben damals ungefähr 24.000 Studien gescreent und haben absichtlich die Indikation für diesen Review etwas weitergelegt, die Exclusion-Kriterien etwas weitergelegt, sind insgesamt auf ungefähr 180 Titel gekommen, wobei über 6.000 Patienten mit 7.500 Anwendungen von Knochenersatzmaterialien oder autologen Knochen, ja, das darf man nicht so ganz verwenden, also in der Leitlinie haben wir dafür den Begriff Biomaterialien verwendet, dazu gehört der autologe Knochen, aber auch die Knochenersatzmaterialien, während nur die Knochenersatzmaterialien halt so heißen. Ja, also da sind alle Biomaterialien drin gewesen und das haben wir erweitert und Sie sehen, hier ist die Gesamt-Review-Größe doch nochmal deutlich angestiegen, damit wir einfach die wissenschaftliche Datenlage so gut wie möglich erfassen können. Eine der entscheidenden Fragen einer solchen Herangehensweise ist immer, ob autogener Knochen der Goldstandard ist. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich arbeite sehr, sehr gern mit autologen Knochen, seien es Blocks, seien es Schalen. Das mache ich total gern, aber man muss es einfach differenziert betrachten. In der Leitlinie wird das ganz klar differenziert. Da wird A differenziert zwischen den unterschiedlichen Spenderegionen. Es wird aber auch gesagt, dass natürlich wir immer einen Entnahmedefekt haben. Wir sind immunologisch unbedenklich, infektiös unbedenklich. Möglicherweise haben wir osteoinduktives Potenzial, wobei, da gehe ich gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Aber sicherlich ist es einfach sehr patientenkompatibel, wenn es vom Patienten selber kommt. Das ist der Hauptvorteil davon. Nur müssen wir uns immer überlegen, macht es in dem entsprechenden Fall Sinn. Was sind die Eigenschaften von autogenen Knochen? Wir haben absichtlich, in Anführungszeichen, gehe ich gleich darauf ein, vitalen Knochen. Er unterliegt der natürlichen Resorption. Wir haben verschiedene Entnahmemöglichkeiten und die Entnahmemöglichkeiten haben verschiedene biologische Wertigkeiten.
So können wir zum Beispiel zeigen, dass Knochen, den wir von der Calvaria nehmen, resorptionsstabiler ist als Knochen, den wir vom Becken nehmen, wohingegen Becken ein sehr hohes osteoinduktives Potenzial tatsächlich hat, gerade die Beckenkammspongiosa mit den vielen aktiven Zellen, die wir damit übertragen können, wesentlich aktiver als der Block oder gar die Schale vom aufsteigenden Ast, die da deutlich drunter gerankt ist. Also nicht autogener Knochen ist gleich autogener Knochen. Gehen wir kurz auf die Frage des vitalen Knochens ein. Das ist eine sehr, sehr schöne Studie, die einfach sich mal angeguckt hat, wie viele lebendige Zellen sind da eigentlich drin. Und da kommt so ein bisschen was Ernüchterndes, nämlich, dass die Autoren, wie hier wunderschön steht, dass in dem Knochen tatsächlich relativ viel nicht vitaler Knochen zu allen Untersuchungszeitpunkten nach der Knochenaugmentation und Knochenverpflanzung gefunden worden ist. Und diese Studie hier finde ich ganz besonders interessant, weil die tatsächlich aufzeigt, dass es auch darauf ankommt, wie dieser Knochen gewonnen wird. Und hier steht, dass wenn man es mit der Knochenmühle, also ein größeres Stück Knochen mit der Säge entnimmt und das dann mit der Mühle zerkleinert oder von Anfang an mit einem Scraper arbeitet, wesentlich mehr lebendige Zellen, aber auch wesentlich mehr Wachstumsfaktor Release zu haben ist, als wenn man das Gleiche jetzt zum Beispiel mit einem Bohrer oder mit einem Piezo-Gerät entnimmt. Ganz wichtige Sache, weil man einfach daran zeigen kann, dass die Frage der Vitalität des autogenen Knochens von ganz, 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 ganz vielen Faktoren abhängt. Unter anderem der Frage, wie schnell kriegen Sie es ins neue Lager rein? Wie aufnahmebereit ist das neue Lager? Welchen Anschluss gewinnt es da? Also viele Fragen, die wir da berücksichtigen müssen. Das ist so ein Knochenscraper, den verwende ich wie Gummibärchen, muss ich sagen. Ich liebe Gummibärchen, ich liebe Knochenscraper. Da kann man sehr, sehr schön, Sie sehen es, diese kleinen Chips da nehmen. Und ein guter Bekannter von mir, der Dr. Kämmerer, Oberarzt aus Mainz beim Professor Al-Noas, hat auch sehr viel in der Leitlinie mitgemacht, forscht da ganz intensiv auch, was da eigentlich an Lebendigkeit mit drin ist. Ne? Hier sehen wir auf der anderen Seite den Ansatz, wie man einen Knochenblock oder auch von der Technik her eine Knochenschale vom aufsteigenden Ast nehmen kann. Hier sieht man das dann festgeschraubt, in dem Fall war es eine Blocktechnik. Ja, das hier sind jetzt Beckenkammblöcke. Je nachdem, wo Sie hingehen, Sie haben ganz viele Möglichkeiten. Und die Frage ist immer, für das, was ich regenerieren möchte, was ermöglicht mir das Regenerationsergebnis mit dem minimalen negativen Impact für den Patienten? Und diese Frage muss man so stellen. Meinen Patienten kommuniziere ich ganz deutlich, dass das, was der Patient selber mitbringen muss, natürlich die finanziellen Mittel sind, ist aber auch die Zeit, die wir da verwenden für die Therapien und die Nachkontrollen, aber auch eine gewisse Leidensfähigkeit. Ja, und das muss man tatsächlich nebeneinander halten. Und diese Frage, ist es wirklich nötig? Die muss man schon stellen. Wir wissen, dass in Defekten wie denen hier mit einem hohen Regenerationspotenzial, also diesen dreiwandigen oder ähnlichen Defekten, kann man aus dieser 2016er Studie schön sehen, sehen Sie hier, da hat der autogene Knochen eigentlich überhaupt keinen großen Vorteil gegenüber zum Beispiel einem Mix von einem autogenen oder xenogenen oder einem allogenen Material. Das Synthetische schneidet ein kleines bisschen schlechter ab, aber klinisch immer noch gut von der Performance. Man sieht auf der anderen Seite, dass bei diesen kleineren Defekten eher die Art der Barriere eine Rolle spielt. Wenn wir jetzt hier auf dieser rechten Seite eher der Skala sind, also da, wo wir große Defekte regenerieren müssen oder einfach den Weichgewebsmantel rausschieben müssen, uns kraftvoll wirklich einen Bereich sichern müssen, der vorher vom Weichgewebe eingenommen war, da brauchen wir ganz andere Kapazitäten. Da brauchen wir feste Membranen, titanbasiert, wenn wir entsprechend große Strecken haben wollen. Sieht man hier drüben, die partikuläre Füllmaterial schneidet wieder mal alles relativ vergleichbar ab. Aber drüben, die größte Strecke kriegen wir mit Titan. Oder aber wir gehen auf Blocks. Und da sieht man die autogenen EO, also extraoral, hier ist insbesondere der Beckenkamm gemeint, aber auch eine Schalentechnik von der Calvaria zum Beispiel, die können wirklich große Strecken relativ resorptionsstabil überbrücken, während die allogenen und die xenogenen Blöcke eher in dem Bereich der partikulären Materialien, also der GBR, liegen. Ja? Also wir müssen wirklich entscheiden, brauchen wir es? Wir sehen erstens, nicht alle autogenen Transplantate sind biologisch und regenerativ gleich viel wert. So, wenn wir so in Defektgrößen von 3-4 Millimetern sind, dann sind wir bei intraoralen Entnahmebereichen. Wenn wir deutlich größer werden und eine Blocktechnik haben wollen,
dann müssen wir schon extra oral gehen. Achtung, Blocktechnik. Mit einer Schalentechnik, gehe ich gleich noch drauf, das ist die Alternative. Das ist im Bereich der Guided Bone Regeneration, also GBR. Damit kann man auch größere Defekte regenerieren. Ja, also am Ende des Tages, man muss auf die Defektgröße achten und muss einfach schauen, welche medizinischen Notwendigkeiten sind da. Und hier kommt eines der Paradoxons ins Spiel. Wenn ich einen Patienten habe, der relativ schwer krank ist und eine schwierige Wundheilung hat, möchte ich dem noch einen zusätzlichen Entnahmedefekt antun? Oder stellen Sie sich einen antikoagulierten Patienten vor, wo Sie einen zusätzlichen Entnahmedefekt schaffen mit entsprechenden Blutungsquellen. Radiatio ist was, wo wir mit autogenen Knochen sehr gut klarkommen. Antiresorptiver, Sie schaffen wieder einen Knochendefekt, der zusätzlich heilen muss. Es gibt dazu Untersuchungen verschiedene, aber richtig viel haben wir da nicht. Vor allem die Leitlinie, die wir dazu haben, ist da ja auch eher sehr zurückhaltend für Augmentationen bei Patienten mit Antiresorptiva. Das heißt also, wenn wir den autogenen Knochen so kritisch betrachten, wir haben ein paar klare Vorteile. Immunologisch ist er unbestritten am allerbesten, das ist das vom Patienten großartig. Der Patient bringt es mit, was Vorteil ist, aber auch Nachteil, weil dadurch natürlich auch gewisse Mengen mal limitiert werden. Vitalität, zumindest von allen Materialien, die wir haben, am besten, das kann man so stehen lassen. Und man kann mit den entsprechenden Materialien große Strecken schon machen. Die Verfügbarkeit ist eine Frage. Resorbierbarkeit steht im Raum. Kosten kommt wirklich so ein bisschen darauf an, in welchem Land man unterwegs ist, ob die OP-Zeit, die natürlich länger ist, wenn Sie extra noch Knochen harvesten, also ernten, entnehmen müssen, ins Gewicht fällt, oder das Aufmachen der Knochenersatzmaterialpackung. Und was sicherlich die Nachteile sind, sind der Entnahmedefekt und Patienten mit entsprechenden Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Antikoagulantien, die das Problem des Entnahmeeffekts immer größer machen. Es gibt Leute, die behaupten, einem Entnahmedefekt haben sie nie eine Komplikation gehabt. Das muss ich sagen, solche Aussagen werte ich sehr, sehr kritisch, weil wir alleine von den Patienten, die wir sowohl in meiner Klinikzeit als auch in der Praxis vorgestellt kriegen, wo gerade der Entnahmedefekt das langlaufende Problem ist, sehr, sehr andere Erfahrungen haben. Und die Literatur ist dazu auch sehr deutlich, muss man sagen, was es alles an Komplikationen am Entnahmedefekt gibt. Wir haben also die Entscheidung, biologische Wertigkeit auf der einen versus die Notwendigkeit einen Entnahmedefekt zu machen und sind dann einfach bei größeren Defekten bei immunologisch anspruchsvollen Situationen als Indikation für den Goldstandard. Goldstandard, da ist der autologe Knochen der Goldstandard. Ansonsten hat er wie jedes andere Biomaterial klare Vor- und Nachteile. Welche Alternativen haben wir? Es gibt relativ viele Knochenersatzmaterialien. Eine wunderschöne Liste finden Sie auch in der Leitlinie. Ich werde nicht auf jedes einzelne eingehen, keine Angst. Das wäre einfach zu langweilig. Wir unterscheiden grob die drei Gruppen. Die sind einfach nur aus optischem Grund voneinander abgesetzt. Das ist keine Wertigkeit. Wir haben Xenografts auf der einen Seite, synthetische Materialien und Allografts. Und die schauen wir uns jetzt so ein bisschen an. Wenn es um kleine Defekte geht, bei der Folie waren wir schon mal vorhin, sind die von der Wertigkeit eigentlich relativ verfügbar. Ich zeige Ihnen mal so einen Deszenzeffekt. Das ist jetzt ein bovines Material, eine resorbierbare kollagene Membran. Man hat hier vestibulär am Implantat einen Deszenzdefekt, eingesetzte Membran, augmentiert, Membran wird drüber gezogen, fertig ist die ganze Sache. Können Sie mit dem Material machen, das Ihnen persönlich am besten liegt, am besten gefällt. Von der wissenschaftlichen Sache her sind die alle nicht signifikant auseinander. Sobald wir was Größeres machen, da wird es dann interessanter. Ne? Hier haben wir jetzt eine Titanbarriere, die zur Füllung bereit ist. Eine GBR-Technik, eine Guided Bone Regeneration-Technik. Es gibt verschiedene Varianten, wie man das spielen kann. Hier jetzt als Mesh, Sie sehen, einer der Vorteile dieser CAD-CAM-gefertigten Meshes ist eben, dass man es ideal auf die Anatomie anpassen kann, und zwar vor der OP. Dadurch reduziert man die OP-Zeit. Sie sehen hier, wie schön das um den mentales Ausgang herum ist. Das wird dann beladen, entsprechend eingesetzt. Hier sieht man das klinische Bild dazu. Unten tritt der mentales direkt unter dem Gitter aus und muss das Ganze dann abdecken. Alternativ muss man auf Blöcke oder Ähnliches rübergehen. Wenn es jetzt um allogene und xenogene Blöcke gibt, da war ja zeitlang sehr viel in der Werbung dazu, muss man sagen, es gibt einige Literaturstellen, die sehen Sie hier, die einen erfolgreichen Einsatz beschreiben. Es gibt aber auch sehr viele Studien, die zeigen, die sind den autogenen Blöcken oder Barrieren deutlich unterlegen. Oder es gibt sogar einige Studien sowohl von allogenen als auch von xenogenen Blöcken, die abgebrochen worden sind, weil die Komplikationsrate so hoch war. Die Leitlinie hat eine ganz klare Position bezogen.
Und man rät im Moment von der Verwendung alloplastischer Knochenblöcke ab, weil wir einfach zu wenig klare Daten haben. Das heißt, wenn wir große Defekte regenerieren wollen, haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten. Wir nehmen autogene Blöcke, die extra- oder intraoral, oder wir machen eine GBR, eine Guided Bone Regeneration. Das heißt, wir stellen eine stabile, volumenstabile Barriere auf und füllen die mit einem Material. Und da hatten wir wieder alle vier Gruppen offen. Das Allogene, das Xenogene, das Synthetische und natürlich das Autogene. Das wäre diese kortikale Plattentechnik, wo man zum Beispiel beim aufsteigenden Ast ein kleines Stück des Kortikales rausnimmt, die versetzt und dann entsprechend verschraubt als feste Barriere. Wir haben hier mit dem Professor Gosa und Professor Smets eine schöne Arbeit gemacht, wo es ein bisschen um die Allografts ging, wenn wir uns die Vor- und Nachteile angeguckt haben. Und das Einzige, was ich Ihnen da kurz drauf zeigen möchte, ist die Datenlage auf PubMed zu verschiedenen Aufbereitungsformen von Knochen. Ersatzmaterialien. Sie sehen DBBM, also bovines Xenomaterial, hatte zum Suchergebnis für diese Indikationen knapp 400, während FDBA und DFDBA, unterschiedliche Präparationsformen von Allografts, deutlich weniger Datenlage für sich haben. Ja, wenn wir jetzt alleine auf die Performance gucken, die man rausrechnen kann, das sind diese Gruppen hier drüben, dann ist das eigentlich statistisch absolut unsignifikant gleich. Das Synthetische sieht man ganz rechts, schneidet etwas schlechter ab. Und man sieht aber, Entschuldigung, ich gehe nochmal eine Folie zurück, das ist die rechte Seite, dass die Strecke, die wir regenerieren können, einfach von der Barrieremembran abhängt. Das heißt, das, was wir einfüllen von diesen drei Stoffgruppen, ist im Grunde weniger relevant als die Art der Barriere, die ich wähle. Das heißt, womit befülle ich denn jetzt meine Barriere? Für synthetische Materialien sehen wir, dass die den xenogenen oder allogenen oder autogenen Materialien mindestens oder höchstens gleichwertig eher unterlegen sind und wir insgesamt eine sehr geringe Datenlage haben, weil es einfach unendlich viele unterschiedliche synthetische Materialien gibt. Achtung, ich rede hier immer von klinischen Daten. Ich rede hier nicht von Tierdaten oder irgendwelchen Reagenzglasuntersuchungen, weil die für unseren klinischen Einsatz einfach nicht so interessant sind. Es geht hier um klinische Daten. Ja, dementsprechend nehmen wir die synthetischen mal raus, haben wir die Allografts und die Xenografts noch. Und bei den Allografts ist immer noch eine große Diskussion, wie weit die immunologisch unbedenklich sind. Ja, es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass man Zellen und DNA-Reste in Allografts, insbesondere in Blöcken, zeigen kann. Es gibt jetzt verschiedene weitere Studien, die sagen, ja, stimmt, ist aber kein Gesundheitsproblem. Und dann gibt es wieder einige Studien, die sagen, möglicherweise ist es doch ein Problem. Das heißt, am Ende des Tages kam die Leitlinie zu dem Punkt, dass aufgrund der unterschiedlichen Aufbereitungsprozesse, ob es gefroren wird oder nicht, also FDBA, DFDBA und so weiter, all diese Formen, wovon nur eine Gruppe überhaupt in Deutschland zugelassen ist, sicherlich die sicherste von allen, das darf man nicht falsch darstellen, das muss man sagen, dass man einfach die Literatur für das individuelle Material in einer spezifischen Fragestellung sehr, sehr gering ist. Das ist ein bisschen ein Problem. Eine weitere Sache bei den Allografts ist, sie sind resorbierbar. Das wird häufig als Vorteil gesehen. Man muss aber einfach nur festhalten, es ist einfach eine Eigenschaft. Die Xenografts, die sind zum allergrößten Teil nicht resorbierbar. Ja, und da kam eben die Leitlinie zu dem Punkt, dass wenn wir es nicht resorbierbar haben, dass wir eben einen gewissen Resorptionsschutz für unser Augmentat dadurch haben. Ein ganz wichtiger Punkt, der natürlich für uns schon ganz wichtig ist, dass wir eben unser Augmentat nicht direkt wegschmelzen sehen. Ich sage immer, Xenografts haben eine sehr gute Datenlage. Was heißt das? Das heißt, dass es sehr viele Studien gibt, die in unterschiedlichsten Indikationen, Aufbereitungsformen und so weiter, wo wenig Xenografts untersucht haben. Allerdings muss man ganz kritisch hier sein, weil häufig das nicht ganz gleich ist. Die Leitlinie sagt da ganz deutlich, es gibt sehr viele Daten dazu, super, super dokumentiert, aber dadurch, dass es Medizinprodukte sind, sind ganz viele Produkte auch unter diesem Gleichheitsprinzip zugelassen worden. Und daher muss man schon sagen, dass jetzt mit dem geänderten Medizinproduktegesetz da ein wichtiges Problem angegangen worden ist. Und gleichzeitig müssen wir als der Chirurg und der Behandler darauf achten, dass das Xenograft, das Biovine Xenograft, welche Art auch immer, das ich einsetzen möchte, dass dieses spezielle Material tatsächlich auch eine gute Datenlage hat. Und da wird es dann plötzlich bei manchen Herstellern wieder ganz, ganz dünn. Ich gehe noch kurz auf die Membranen ein. Ja, da haben wir wieder diese Gruppen. Wir haben autogene
Barrieren vom Unterkieferast normalerweise, der kortikale. Wir haben aber auch kortikales allogener Art, die es gibt. Wir haben CAD/CAM gefertigte Titaniumgitter, Titangitter, und es gibt Membranen, die titanverstärkt sind. Wenn man sich das jetzt alles nebeneinander hält, kann man eigentlich so ein bisschen unterscheiden, wenn man rein autogen arbeiten möchte, dann ist die autogene kortikale Plattentechnik was ganz Großartiges, hat aber natürlich einen Entnahmedefekt und man braucht relativ lang, weil man muss erstmal den Defekt präparieren, man muss dann die Kortikales entnehmen, man muss das im Defekt wieder formen und wichtig, Sie müssen es während der OP auf die Dimensionen anpassen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe manchmal, wird es niemals offen zugeben, doch ein bisschen Tagesformunterschiede. Und wenn Sie dann komplexes dreidimensionales Gebilde auf 1-2 mm Genauigkeit formen müssen, das braucht schon Konzentration und ist auch so ein bisschen Knackpunkt. Das ist bei den ersten dreien der entscheidende Faktor auch ein bisschen. Das sind alles Sachen, die Sie während der OP anformen müssen. Während wenn Sie was CAD/CAM am DVT-Modell vorbereiten, dann kriegen Sie es natürlich fertig geliefert und brauchen es nur einsetzen. Dementsprechend ist ganz rechts bei den Titangittern die OP-Zeit am kürzesten, während sie ganz links natürlich am längsten ist. Als Zwischenfazit, für die Xenografts gibt es viele Daten, aber nicht für jedes Präparat gleich gut. Wichtig ist, dass man sich genau anguckt, hat mein Hersteller wirklich gute Daten. Die Allografts sind klinisch absolut erfolgreich, da darf man nichts kleinreden, aber wir haben insgesamt wenig Langzeitdaten und wir haben immer noch diese immunologischen Fragen, die da sind. Und Sie müssen sich darüber klar sein, dass Sie im Streitfall einfach sagen können müssen, warum Sie in der Indikation das Material genommen haben und kein anderes. So, und damit darf ich Ihnen glücklich vermelden, wir sind mit dem langweiligen Theorieteil durch und gehen jetzt in die klinischen Fälle. Wir gehen kurz in die Ridge Preservation, Erhalt des Alveolarkamms. Deshalb ist für mich der Begriff Socket Preservation, den kennen Sie ja sicherlich, der Erhalt der Extraktionsalveole Socket, für mich nicht so ganz erklärbar. Ich finde den Begriff Ridge Preservation wesentlich logischer, der Erhalt des Alveolarkamms. Sehen hier, der ist Extraktionsdefekt. Wir sind hier drüben irgendwo in diesem Potenzial angesiedelt. Wissen eigentlich, funktionieren alle Materialien gleich gut. Auf die Membranen gehe ich gleich noch ein. In dem Fall wird von mir ein bovines Material mit Kollagenanteil eingesetzt, reingesteckt, Haltenaht drüber, fertig ist die ganze Sache. So sieht das Ganze nach 3 Monaten aus, ist also wirklich schön verheilt. Und vor solchen Vergleichen im Bild müssen Sie immer ein bisschen vorsichtig sein, ja, weil je nachdem, wie man die Kamera anguliert, ist zweimal der gleiche hässliche Vogel, einfach nur mit anguliertem Objektiv, können Sie Distanzen schon unterschiedlich darstellen. Deshalb schauen wir da gleich mal ein bisschen in die Literatur. Es gibt inzwischen für diese Ridge Preservation mit bovinen Materialien, insbesondere mit Kollagenanteil, über 10 Jahresdaten, die zeigen, wir haben einen wirklich großen Erhalt der Ridge. Achtung, wir können das auch für viele andere Materialien zeigen. Ja? Gerade wenn wir auf der linken Seite hier unterwegs sind, alle Wände erhalten, funktioniert das alles ganz gut. Wichtig, solange alle Wände erhalten sind, können Sie ein partikuläres Material einsetzen, müssen nicht zwingend mit einer Membran arbeiten. Sobald Sie auf der rechten Seite unterwegs sind, wo ein Teil der Wand fehlt, müssen Sie das partikuläre Material mit einer Barrieremembran kombinieren. Achtung, hier sehen Sie ein Produkt, das ist das BioOS Kollagen, das verwende ich sehr gern. Wichtig ist, das kommt als so kleine Blöckchen. Lassen Sie sich davon bitte nicht täuschen, es ist und bleibt per Definition ein partikuläres Material, auch wenn es als kleines Würfelchen geliefert wird. Dementsprechend gelten die gleichen Kriterien. Ich zeige es Ihnen, also auf der rechten Seite das Blöckchen, aber kombiniert mit einem Membran, links geht es auch ohne. Wie läuft das, wenn ich diese Regel verletze? Hier ein Fall von mir selber, ich war's, habe diesen Defekt einfach nur mit diesem Blöckchenmaterial verschlossen und nach 3 Monaten habe ich dieses Ergebnis. Es ist zwar immer noch besser als nichts, aber im Verhältnis zu dem, was ich hätte haben wollen, einfach nicht schön geworden. Ähnlicher Fall auf der anderen Seite, in dem Fall bin ich klüger, setze das Blöckchen ein, mache dann die Membran drüber, Sie sehen, einfach drüber gezogen, lasse das Ganze heilen. Ich werde immer eine Minimalresorption kriegen, sehen Sie rechts ein bisschen in der Grafik angedeutet, im Vergleich dazu aber deutlich weniger. Also so sieht es radiologisch dann aus und das konnte man einfach sehr schön dann implantieren. Achtung, Materialien funktionieren sie alle. Die Datenlage ist sehr, sehr heterogen. Ich habe Ihnen versprochen, ich zeige Ihnen so ein bisschen Zahlen. Ich habe inzwischen weit über 1200 Prozeduren mit diesem Material gemacht. Im Jahr 2018 haben wir über 250 Fälle gemacht. Sie sehen,
Die meisten Patienten davon waren tatsächlich erkrankt. 78 von den 250 waren gesund. Die anderen haben, wie Sie hier sehen, verschiedene Risikofaktoren gehabt. Leichte Komplikationen 4, Fehlschläge 2. Ja, davon war ein Fehlschlag nicht auf irgendwie medizinischen Sachen. Der Patient ist am nächsten Tag, weil es ihm so gut ging, beim Oberkieferdefekt bouldern gegangen, wo eine MAV drunter war, ist abgerutscht und dann hat er so richtig da schon reingeschnauzt und hat das Material wieder rausgehauen. Das andere sehen Sie hier aufgelistet, ist also doch mit Risikofaktoren zusammenhängend. Sind 4 von 6 Komplikationen hängen mit Risikofaktoren zusammen. Was heißt das für Sie in der Praxis? Die Ridge Preservation ist ein sehr sicheres Verfahren. Und Sie sehen hier die verschiedenen Faktoren, die für uns interessant sind, jetzt in grün hinterlegt, der Bereich, der wenig Probleme Ihnen macht. In rot hinterlegt, wo ich, wenn ich nicht chirurgisch sehr viel Erfahrung habe, die Finger von lassen würde. Und in gelb, wo man es hinterfragen muss. Wie beim letzten Online-Seminar geht natürlich auch hier das Angebot. Am Ende ist die E-Mail-Adresse von uns. Frau Wuttke und der BDEZ hat auch meine Kontaktdaten. Wenn Sie Fragen dazu haben oder Fälle haben, wo man einfach mal drüber reden muss, bitte gern kontaktieren. Das halte ich für selbstverständlich, dass man nicht einfach nur einen Vortrag abliefert und dann weg ist, sondern wenn es Fragen gibt, bitte darauf ansprechen. Neben dem Standardprotokoll gibt es auch solche Sachen. Es ist ein Bisphosphonat-Patient, da wird ein Zahn rausgenommen. Wir kombinieren das dann mit einem PRF, damit wir das Material biologisieren. Achtung, gibt wenig Evidenz dazu, was das jetzt wirklich bringt, ist eher so ein bisschen klinisches Gefühl. Was Schönes am PRF hier sehen Sie, ist dann das Material eingelegt in die Alveole, ist, dass man daraus auch so Matrizes ähnlich wie Häutchen machen kann und die auch festnähen kann. Da sehen Sie hier, das funktioniert ganz ausgezeichnet, das Weichgewebe halt sehr schnell. Oder Hirnfall, junges Mädel, wo danach direkt KFO geplant ist. Zahn ist völlig zerstört, muss raus. Da wurde die Ridge Preservation nur mit PRF gemacht, dran drüber zugenäht. So sieht das Ganze nach ein paar Monaten aus. Also schön den Kieferknochen erhalt. Wenn jetzt denkt, jetzt Splintertrölsch endgültig, macht er nur PRF rein. Tatsächlich gibt es dazu sogar einen Konsensusreport von der EAO von 2018, wo gezeigt werden kann, dass auch PRF alleine einen doch signifikanten Erhalt des Kieferkamms auslöst. Ganz wichtig, solange alle Knochenwände erhalten sind. Ja, dann kann man das machen. Nochmal für Sie sozusagen morgen früh, wie macht man das eigentlich? Nochmal an Grafiken gezeigt. Links von oben, Sie schauen in die Gingiva, in die Mitte, in Defekt. Rechts in Rot die Gingiva, in Gelblich der Knochen und Weiß in der Mitte wäre der Defekt. Man setzt das Material ein, nachdem man ein bisschen die Gingiva und den Knochen separiert hat. Ein scharfer Löffel eignet sich da zum Beispiel sehr gut, sehen Sie. Dass man so ein bisschen anlupft, einfach nur, dass man Naht und Platz bekommt für die Naht. Man setzt das Material rein. Da ist natürlich das Material, das ich vorhin erwähnt habe, mit der Blöckchenform wunderschön im Handling, weil es einfach formstabil ist. Sie drücken das rein, wunderbar. Machen eine Naht drüber, vielleicht in Kreuzform, dass es gehalten wird oder zwei Einzelkomponente, wie sie lustig sind und die Sache passt. Alternativ kann man es auch komplexer machen, dann zum Beispiel, wenn ein Teil der Wand fehlt, dann setzen Sie so, wie hier in grün gezeichnet, die Membran ein oder die PRF-Matrix in der Situation, aber eine resorbierbare Kollagenmembran hat da sehr gute Evidenz und dann nähe ich persönlich das so, dass ich von der Membran kommt nach außen und das gleiche auf der anderen Seite auch mache und dann haben Sie es festgenäht, ja, machen ein Knötchen drüber und machen das dann von der anderen Seite auch und zack, haben Sie alles in der Alveole fixiert, ist halt schön. Eine der wichtigen Sachen ist, und das ist bestimmt eine der Fragen, die vielleicht gleich kommen, kann ich das offen heilen lassen? Ja, bitte tun Sie das. Der Vorteil ist, Sie verziehen Ihr Vestibulum nicht, Sie kriegen neu granulierende Schleimhaut darüber und am Ende des Tages haben Sie einen Gewebsplus dadurch. Wenn Sie das dicht abdecken, gibt es sogar Stimmen, die sagen, die Komplikationsmöglichkeit steigt. Sie sehen, idealerweise lässt man sowas 6 Monate einheilen. Kürzer geht auch, dann ist der Knochen aber weicher, wenn man arbeitet. Und am Ende des Tages gehen eigentlich alle Materialien. Vorsicht würde ich bitten bei Patienten, die multiallergisch sind. Da ist immer Vorsicht geboten mit Fremdmaterialien. Da bietet sich nur PRF natürlich an. Und Patienten mit Bestrahlung, antiresorptiver oder schweren Stoffwechselerkrankungen sind da auch schwierig. Jetzt würde ich kurz an die Moderatoren geben. Gibt es zu dem Zeitpunkt Fragen, die wir vielleicht angehen sollten, bevor wir in die komplexen Augmentationen einsteigen? Also komplexe Augmentationen sind laterale, vertikale und Sinusluft. Ja, das passt vielleicht ganz gut. Da haben wir in der Tat eine ganze Reihe an Fragen, gerade eben mittendrin. Eigentlich ist es aber ein Fragesteller, Jörg Neugebauer. Ja, großartig.
Ich bin ein Fan. Ich schaue es mal der Reihe nach durch. Und zwar, Jörg fragt, wir können auch versuchen, ihn sonst mit reinzuschalten, aber da müssen wir gleich noch mal gucken, wie das funktioniert. Warum wird in der Leitlinie gefordert, dass jedes Knochenersatzmaterial mit einer Membran abgedeckt wird? Es gibt Autoren, die ein gesundes Periost als ausreichend erachten. Absolut richtig. Vielen Dank, dass Sie es fragen. Ich hoffe, das ist eben klar geworden. Eben nicht jedes Biomaterial muss mit einer Membran abgedeckt werden. Lediglich, wenn Sie partikuläres Biomaterial verwenden und ein Teil der Knochenwand fehlt, wird eine Membran empfohlen, weil man einfach sehr schön Nachverfolgung zeigen kann, dass in solchen Fällen die Resorption größer ist. Resorption ist dann ein schwieriges Wort, weil es ja durchaus nicht resorbierbare Biomaterialien gibt. Dann würde man eher von einer Teilabstoßung reden, wenn Sie es nicht mit einer Membran schützen. Das intakte Periost kann wohl in der Tat teilweise als Membran dienen und als Barriere. Allerdings ist das wirklich schwierig, das in der Literatur in jeder dieser Indikationen zu identifizieren. Das zweite ist, wenn wir eine partiell zerstörte Wand haben oder gerade einen Zahn rausgemacht haben, ist immer die Frage, inwieweit dieses Periost tatsächlich noch intakt ist. Ja, und das sind klinische Fragen, die einfach wissenschaftlich noch nicht ganz geklärt sind. Und in dieselbe Richtung geht dann, ist das Bio-Os-Kollagen nicht wie ein Schwamm, der Bakterien anlockt bei der Ridge Preservation? Thorsten Konrad verwendet hier die photodynamische Therapie. Ich finde die Frage großartig, vielen Dank. Wie ich eben gezeigt habe, also das ist einer der Gründe, warum ich meine Zahlen zeige, wie viel ich gemacht habe. Sie haben gesehen, das waren die Zahlen im Jahr 2018. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin ein bisschen zu faul, das jedes Jahr neu zu machen. Aber wir stellen gerade die Datenlage zusammen. Also ich habe es mal grob rumgerechnet, sind etwas über 1200 Applikationen, die ich jetzt damit habe. Wenn, ich gebe Ihnen recht, das war eine meiner Hauptbedenken, dass man in dieses poröse Material Bakterien reinkriegt, das infiziert sich und dann hat man da ein schwelendes Dauerproblem. Tatsächlich sehen wir das im klinischen Alltag absolut nicht. Die Rate an Alveolitis-Infektionen oder gar nicht einheilenden Materialien ist damit so gering, dass ich aus der Vorkenntnis der Daten, die wir da zurzeit vorbereiten, Ihnen sagen kann, dass wir eine deutlich geringere Rate an Infektionen der Extraktionsalveole haben. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann Ihnen nicht hundertprozentig erklären, warum das so ist. Ich fühle mich relativ wohl, wenn dieser Schwamm, wie Sie sagen, und genauso sehe ich das, dass es das ist, ganz gut blutgesättigt ist oder wenn man PFF hat oder ähnliche Substanzen damit aufgeladen ist, dass es sozusagen schon gefüllt ist, als wenn es sich einfach mit Speichel vollsaugt. Einer der schönen Nebeneffekte dieses Schwamms ist, dass Sie ganz selten nur Nachblutungsproblematiken haben. Gerade bei antikoagulierten Patienten kann man es hervorragend sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei all den Sachen, die wir gemacht haben, haben wir so gut wie keine Probleme mit Infektionen. Und bei der Implantation finden wir, je nachdem, wie lange wir gewartet haben, mindestens 6 Monate, wunderbar harten Knochen bis oben. Und das bestätigt auch die Datenlage, die zeigt, dass ein offenes Einheilen dann nicht zu Infektionsproblemen führt. Prima, danke schön. Die nächsten Fragen, das scheint tatsächlich, also insofern ist ein guter Zeitpunkt, da mal zwischendurch sozusagen mal so einen kurzen Break zu machen. Die Frage nach den Materialien beschäftigt den einen oder anderen Teilnehmer, die eine oder andere Teilnehmerin. Und zwar im Hinblick auf Barriere über Bio-Os, ob besser eine resorbierbare oder eine nicht resorbierbare Membran in Ihren Händen, sage ich mal, besser funktioniert. Und dann noch die Frage, ob nicht vielleicht die Budget-Variante Gelastypt als Socket Preservation eine Möglichkeit ist oder wie die Erfahrung damit ist. Schnell und preiswert für routinemäßige Füllung steht hier noch hinten hinter. Also ich bin begeistert von den Fragen, das freut mich. Lassen Sie mich kurz mit der letzten Antwort und erlauben Sie mir, den Markennamen durch Kollagenschwämmchen zu ersetzen. Tatsächlich haben wir das auch in der Leitlinie drin, dass eine gewisse Wirkung als Rich Preservation Material tatsächlich auch von solchen Kollagenschwämmchen ausgeht. Wir können es ganz schwer quantifizieren. Bei den anderen Biomaterialien, seien sie synthetisch, seien es Allografts oder Bovin,
kann man sehr schön quantifizieren, weil es dazu einfach numerische Studien gibt. Sowas ist mir persönlich für Kollagenschirmchen noch nicht untergekommen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es einen gewissen Effekt hat. Und zum Beispiel, wenn man jetzt einen Achter extrahiert und der Siebener mit der Wurzel sehr nah am Achter dran ist, kann man sich überlegen, ob nicht genau das ein Grund ist, da so ein Schwämmchen einzusetzen, um das Volumen ein bisschen offen zu halten und dem Koagel mehr Zeit zu geben, da reinzuheilen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite war ja das mit der resorbierbaren versus nicht resorbierbaren Membran. Über den BIOS, genau. Genau, über egal welchem Material, das ist tatsächlich gleich. Die Datenlage dazu ist ganz eindeutig, wenn Ihnen das über der resorbierbaren Material zu bleibt und sich nicht infiziert, dann wirkt es genauso. Der Nachteil, der nicht resorbierbaren Membran. Also nochmal, Entschuldigung, das kleine Versprecher. Wenn Ihnen die Wunde über der nicht resorbierbaren Membran zubleibt und sich das Ganze nicht infiziert, wirkt es genauso. Es gibt viele, die auch die nicht resorbierbaren Membran offen einheilen lassen. Dazu haben wir aber fast nichts gefunden in der Datenlage. Was man aber weiß, ist natürlich, dass man die nicht resorbierbare Membran nochmal entfernen muss. Und das sieht man in der 2016er Studie wirklich klinisch sehr signifikant, dass sie deutlich häufiger Wundheilungsstörungen machen als eine resorbierbare Membran. Deshalb ist meine persönliche Präferenz, das ist aber als persönlich einzustufen, funktionieren tut absolut beides. Und da komme ich auch nachher noch drauf, Vorliebe des Chirurgen ist ein ganz wichtiger Punkt. Gehen tut absolut beides. Von der Datenlage scheint die resorbierbare Membran klinisch auf jeden Fall das gleiche Ergebnis bei einer geringeren Komplikationshäufigkeit zu geben. Jetzt habe ich noch ein Statement. Ich kenne einige Patienten, die nach 1 bis 2 Jahren das Augmentat verloren haben. Das lässt sich dann am Zahn 1.1 zum Beispiel schwer therapieren. Ich glaube, das sind alles die Fälle, die wir alle kennen, der Super-GAU sozusagen, ja, wo man dann irgendwann, ich kenne das selbst auch noch von früheren Jahren, wo man dann irgendwann durchbröseln sieht durch die Gingiva irgendwelches Material und dann, manchmal kann man es aus infiziertem oder weniger infiziertem Gewebe dann einfach rausbröseln, rauspulen und man ahnt dann, wie es dann unterm Gewebe wohl ausschauen wird. Ja, das sind die Worst-Case-Szenarien. Ich habe witzigerweise heute Vormittag einen solchen Fall operiert. Da wurde vor 10 Jahren, ich denke, mit einem synthetisch nicht resorbierbaren Material, ich lasse es gerade Histo, also ist heute eingeschickt zur Histo, dass wir mal wissen, was das ist, wurde ein Ridge Preservation im lateralen Oberkiefer gemacht und das ist fängt an rauszubröseln. Ich habe das rausgelöffelt wie Styroporkügelchen. Ja, also das ist wirklich ein großes Problem und deshalb vorhin mein Plädoyer, Evidenz, Evidenz, Evidenz. Bitte nehmen Sie nur Materialien, die dafür auch eine ganz klare Datenlage haben. Ich habe jetzt persönlich, Sie haben es eben gesehen, bei diesen 250 Sachen im Jahr 2018 habe ich 1 durch Infektion verloren. Ich habe bisher noch nicht gehabt, dass ich bei der Implantation auf eine Situation stoße, die nicht implantierbar gewesen wäre. Sehr wohl gibt es Situationen, dass Sie zur Implantation aufmachen und sehen, okay, das Biomaterial ist teilweise nicht eingeheilt. In dem Bereich, das habe ich ganz, ganz selten, ich denke, über diese 1200 Fälle dürfte ich, weiß ich sicher, 5, möglicherweise sind es ein paar mehr, aber so die Größenordnung hat es. In dem Fall bin ich radikal und nehme dieses nicht eingeheilte Knochenersatzmaterial oder schlecht eingeheilte Knochenersatzmaterial rigoros raus. Ich lasse da nichts drin, was nicht Knochen geworden ist. Und deshalb bin ich auch ein großer Verfechter dieser Zeit, 6 Monate Minimum abheilen lassen, weil nach dieser Zeit hat sich's umgewandelt oder eben nicht. Und dann sehen Sie auch im DVT, wenn da irgendwelche sequesterartigen Dinger drin sind. Und dann muss man das notfalls revidieren. Wie gesagt, ich habe es ganz, ganz selten. Ich habe es am Ende des Tages Infektionen seltener, als wenn ich die Alveole einfach ganz konventionell offen heilen lasse. Aber es ist nicht wegzudiskutieren, da gibt es theoretische Risiken. Ob die mit einem gewissen Material gefährlicher sind als mit einem anderen, kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen, aber ich zeige Ihnen nachher ein paar schöne Fehlschläge von mir noch. Wissen wir alle nicht. Wie sieht es nach 5 bis 10 Jahren aus, ist noch eine Frage, die ich hier habe. Ist das Material noch da oder zeigt sich chronisch infiziertes Gewebe? Da gibt es ja mehr Optionen. Also es kommt darauf an, was Sie nehmen.
Es kommt darauf an, ob Sie ein resorbierbares nehmen, ob Sie ein Autograft nehmen. Tatsächlich ist es so, dass ich jedem empfehlen würde, nur Biomaterialien zu verwenden, die mindestens 10 Jahresdaten haben. Und da bin ich ganz strikt für meine eigene Praxis. Es gibt ganz geniale Biomaterialien, die ich auch gern ausprobieren würde, aber solange es da nicht 10 Jahresdaten dafür gibt, fasse ich das Zeug nicht an. Weil genau diese Frage ist wichtig. Ja, und man hat wirklich gesehen, dass es für manche Biomaterialien, die wurden gehypt jahrelang und plötzlich kommt die Erkenntnis, Mist, nach 6, 7 Jahren entsteht da ein Riesenproblem. Bitte seien Sie da vorsichtig. Nehmen Sie nur Dinge, die wirklich Langzeitevidenz haben. Da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Das ist übrigens auch aus meiner Erfahrung, wenn ich das nur mit einwerfen darf, auch für die Bitte. Patienten immer ein total interessantes Argument, was die vorher noch überhaupt nie gehört haben. Wenn man dem Patienten mal sagt, wissen Sie, wir sprechen jetzt von heute, aber wir überlegen jetzt auch schon mal, was in 5 oder in 10 Jahren nötig ist, sowohl was das Implantatsystem angeht, als auch was die Materialien, die man verwendet, angeht. Das Absolut. macht Und manches Stirnrunzeln, erlebe ich jedenfalls in meiner Praxis. Und ganz oft kommt dann zurück, das hat noch nie jemand gesagt, da hat mich noch nie jemand darauf hingewiesen. Und das ist ja genau das Spannende dann halt, ne? Ich meine, wir kennen alle, die jetzt auch implantologische Zuweiserfälle bekommen, wie es denn aussieht, Patienten mit unterschiedlichen Implantatsystemen, mit Teilen, die wir zum Teil noch nie gesehen haben oder vielleicht schon mal gesehen haben und eine Vorstellung haben. Die Komplexität steigt von Jahr zu Jahr, was es da alles so gibt. Und die Patienten haben überhaupt gar keine Ahnung von dieser Problematik, wie es mit den verschiedenen Teilen und Materialien so aussieht. Ist so meine Erfahrung. ich bin Jetzt haben wir. hundertprozentig bei Ihnen und deshalb bin ich auch so ein Feind der Geiz ist geil Mentalität in der Implantologie und Augmentationschirurgie. Gute Materialien mit einer langen Datenlage sind häufig teuer, aber was anderes nehme ich einfach nicht. Wir können uns alle noch an den französischen Brustimplantatskandal erinnern. Was nicht Langzeitdaten hat und nicht entsprechend valide ist, kommt nicht in meine Hände. Ganz einfach. Teuer gibt hier nochmal das Stichwort zu einer Frage, die wir noch im Fragenbereich haben. Wie wird der Einsatz vom PRF abgerechnet? An der Stelle will ich einfach direkt den Hinweis geben, wir haben die Analogtabelle vom BDZ-EDI, die aber auch jetzt in der nächsten Zeit in Überarbeitung kommt. Das heißt, wir sind da derzeit gerade dran, aktualisieren die, überarbeiten die und werden die auch. Jetzt fragen Sie mich nicht ganz genau wann, aber wir werden sie auch in überarbeiteter Form demnächst dann herausgeben. Das ist das eine zu dem Thema Abrechnung und zu dem anderen auch der Hinweis, wir haben regelmäßig auch Abrechnungsseminare jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten gehabt und werden das auch sofort führen. Das heißt, wir nehmen das mal auf und werden auch diese speziellen Implantatfragen in einem der kommenden Webinare dann weiter verfolgen. Soweit würde ich es hier mal mit der Abrechnungsfrage jetzt belassen, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, sich jetzt in die einzelnen Schritte zu verstricken, was die Abrechnung weiter angeht. Ich möchte Ihnen da auch ganz ehrlich sein, ich bin da kein Profi, ich bin einer der Zuschauer der BDIZ, Online-Seminare zu dieser Fragestellung und lerne da jedes Mal was dazu. Also Ihre Antwort ist großartig. Was man dazu vielleicht noch sagen kann, ich habe mit BFS, zwei Online-Seminare gemacht, die dort auch auf On-Demand abrufbar sind. Es kommen auch noch welche dazu, wo unter anderem die Frage auch schon abgehandelt worden ist. Aber wenn Sie da beim BDIZ eingeschaltet bleiben, glaube ich, kriegen Sie großartige Antworten auf Ihre Frage. Im Moment habe ich keine weiteren offenen Fragen. Also insofern Zeit zum Durchatmen und dann können wir uns an den nächsten Teil machen. Gut, Rock'n'Roll, gehen wir an die großen Dinger. Zwei große Gruppen haben wir da bei den Komplexen, das ist der Sinuslift und die Augmentation außerhalb des Weichgewebsmantels oder verdrängend. Der Sinuslift ist eine Sonderstellung, weil wir ja in dieser Knochenhöhle arbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt, das sind autogene Knochenchips aus so einem Self-Scraper raus. Wenn man die mit ein bisschen PRF, geht auch ohne, und einem Knochenersatzmaterial, das hier ist ein bovines, partikuläres, feines partikuläres, dann kriegt man was, das der Shyam Ganati und andere klügere Menschen als ich, die haben den Begriff geprägt, als Sticky Bone bezeichnet. Und das sehen Sie hier, dass man so richtig als Ziegelsteinchen das Ganze nehmen kann. Das ist von der Applikation großartig und Sie werden mich noch mehrfach darauf eingehen sehen. Erlauben Sie mir kurz in den Sinuslift zu gehen. Von der Defektbiologie sind wir irgendwo da drüben, sollte also großartig heilen. Lateraler Zugang, angehobene Schneidersche Membran. Es gibt Milliarden von verschiedenen Techniken, Instrumenten und so weiter. Man kann aber sagen,
gibt überhaupt keinen Unterschied, welche Technik man nimmt. Mit Fenster, ohne, hochklappen, raussägen, reinlegen. Am Ende des Tages völlig wurscht. Hauptsache, es funktioniert in Ihren Händen. Interessant ist zunehmend, dass kurze Implantate zumindest nicht ganz zu verteufeln sind. Das ist eine sehr schöne Studie, die sich das angeguckt hat. Und wichtig ist auch, wenn Sie ein bisschen das Implantat exponieren nach oben, weil vielleicht doch irgendwo eine kleine Windung offen war, gibt es keinen großen Unterschied. Es sollte nicht zu viel sein, aber eine minimale Exposition des Implantats zur Schneiderschen Membran sollte eigentlich nicht viel Problem machen. Man versucht es zu vermeiden, bitte mich nicht falsch zu verstehen, aber dennoch kann man das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Material und Technik. Ich persönlich mache den Sinuslift immer mit einer Orientierungsschablone, wo meine Implantate hin sollen, damit ich den Sinuslift nicht daneben baller und irgendwo hin einbaue, wo ich es nicht brauchen kann. Es gibt Leute, die Ihnen sagen werden, es ist völlig egal, wie groß Sie dieses laterale Fenster machen. Dazu muss man sagen, Daten dazu gibt es nicht wirklich. Aber aus zwei Gründen kann ich dem nur vehement widersprechen. Je mehr Sie die Knochenwände reduzieren, desto weniger Heilungsfläche haben Sie, ist irgendwo logisch. Und das Zweite ist, Sinuslift ist jetzt nicht immer so ganz Spiel und Spaß und Dollerei, sondern kann auch Komplikationen machen, die massiv werden können. Je größer der Zugang ist, desto größer ist die Wundfläche, desto größer ist die Knochenwunde, desto mehr anatomische Strukturen exponieren Sie. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich decke die Schneiderschen Membran gerne zusätzlich noch mit einer Stabilisierungsmembran ab, fülle das Ganze dann auf. Statistisch kann man sagen, egal was Sie nehmen, alles funktioniert. Es gibt Leute, die haben sogar Titankügelchen ausprobiert im Sinus. Alles am Ende wohl verwendbar. Wichtig ist, dass Sie den Space aufhalten. Gibt es auch einen Trend zur Zeit, der davon ausgeht, man macht den Graftless Sinuslift, solange man einfach den Raum offen hält, wächst uns da Knochen. Mit der Technik habe ich persönlich keine Erfahrung. Ich mache meistens was rein. Ich mische autogenen Knochen und ein Biomaterial, sehen Sie hier den Mix, lade das auf und meistens mache ich noch eine laterale GBR, also beschicke die laterale Wand mit einem Knochenersatzmaterial, ziehe noch eine Membran drüber, dass ich so ein bisschen Breitenaugmentation habe, decke das Ganze, die Membran, dann idealerweise noch eine PRF-Matrix ab und nähe das Ganze mehrschichtig zu und freue mich dann, dass ich einen schönen Sinuslift nach oben gekriegt habe. Das passiert mir leider nicht so selten, wie ich es gerne sehen würde. Insbesondere bei interessanten Fällen, die ich fotografiere für Vorträge, passiert es mir viel zu häufig. Deshalb, diese Löchle lachen mich dann immer an. Ist aber kein Problem. Wir können das mit einer resorbierbaren Kollagenmembran schön abdecken und dann drunter noch aufschichten. Wichtig ist, das ist jetzt eine Bioguide. Das Handling wird ja, sagen wir mal, sehr positiv ausgedrückt, manchmal zwiespältig gesehen. Eine der Probleme mit der Bioguide ist, dass sie an allem klebt und dementsprechend nehme ich die glatte Seite, die Seite, die nicht zum Augmentator, und hier sehen Sie eine Stahlplatte, die auf der PRF drauf ist, die so ein bisschen flüssiges PRF hat. Wenn Sie es nicht zur Verfügung haben, überhaupt kein Problem, nehmen Sie ein bisschen Blut aus dem Situs und benetzen die nur ein bisschen. Sie sehen, ich lasse die nicht komplett durchfeuchten, sondern ich benetze die nur, dass die ihre Eigenstabilität noch hat, aber auf der Seite, die zur Schneiderschen Membran ist, schön gleitet, dass uns das nicht noch ein Loch reinreißt. Und hier sehen Sie wieder mal so eine Variante vom Sticky Bone, mit der man das Ganze schön augmentieren kann. Komplexitätsfaktoren. 2018 habe ich über 60 gemacht. Man muss aber dazu sagen, ich zähle hier nur Fälle, die ich auch durchdokumentiert habe. Die ich nicht komplett durchdokumentiert habe, gehen bei mir nicht in die Zahlen rein. Sie sehen wenig schwere Komplikationen. Die schweren Komplikationen waren Abszesse, ein Diabetiker und ein Raucher waren die Patienten. So hat man es gerne, kurz vor der Perforation oder so, alles wunderschön und zack hat man jetzt mal so einen Fall. Es gibt gar nicht so selten wirklich großkalibrige Gefäße in der Kieferhöhlenwand. Und wenn Sie die beim Sinuslift übersehen oder aufreißen oder nach oben klappen, kann es sein, dass wenn Sie Pech haben, die sich ein bisschen einrollen, die Blutung einstellen bis ein, zwei Stunden später und dann geht es richtig zur Sache. Aus diesen Gefäßen kann es bestialisch bluten. Einer der Gründe, warum wir nicht kritiklos die ganze Kieferhöhlenwand aufreißen, sondern nur da aufmachen, wo wir es zur sicheren Durchführung des Sinuslifts auch brauchen. Wenn Sie so ein Ding sehen, hilft Ihnen eigentlich bloß das saubere Ligieren. Eventuell kann man es elektrokoagulieren, aber die sind gefährlich. Ich möchte davor intensiv warnen, sowas zu unterschätzen. Von den Risikofaktoren her ist der Sinuslift was relativ sicheres.
Von den Faktoren hier sehen Sie in grün, wo wir kein Problem erwarten müssen beim Rauchen und sowas. Da ist es ein bisschen schwierig. Ein Patient, der sich nicht an Schnäuzverbot und sowas hält oder sich danach voll belastet, wird auch deutlich größere Schwellungen und damit auch mehr Abszessrisiken mitbringen. Wir sehen hier einen medizinisch relativ kritischen Fall. Frau um die 50. Und Sie sehen hier eine Bisphosphonatnekrose. Zustand nach Mammakarzinom. Sie sehen hier diese Blubberbläschen. Ne? Das ist der nekrotische Knochen, den wir resiziert haben und dann einfach nur PRF reingelegt haben. Das Weichgewebe schön erheilt. Und so ist das Ganze abgeheilt. Und nach ganz vielen Diskussionen, Patientin ist Juristin selber, hat sie durchgesetzt, dass wir das implantologisch versorgen. Wissend aller Risiken, wissend aller Probleme. Sinuslift gemacht, Sie sehen hier vorne, das ist schön ausgeheilt. In so einem Fall würde ich den Sinuslift immer nur mit einem resorbierbaren Material machen, eine Mischung aus autogenem Knochen und einem synthetischen resorbierbaren Material. Einfach mir um die Mischung, warum überhaupt das Biomaterial, damit ich nicht noch größere Löcher autogener Art reißen muss, das aufgefüllt und lateral augmentiert und das Ganze mit resorbierbarer Membran und PRF abgedeckt, mehrschichtig genäht und ganz viel gebetet. So sieht es nach ein paar Monaten aus. Planungsschablone. Ja, wir haben immer mehrere Schablonen. Das haben wir im letzten Online-Seminar schön besprochen. Durch die Planungsschablone sauber gemacht und dann implantiert. Sie sehen, steht der Kieferkamm, die laterale Augmentation mit dem synthetischen Material nur ein bisschen funktioniert, nicht so gut wie mit was anderem. War auch erwartet. Und jetzt in dem Bereich, wo ich notfalls später drankomme, können wir auch mit einem Sticky Bone, also einem Gemisch von einem nicht resorbierbaren autogenen Knochen arbeiten, das Ganze abdecken, Matrizes drüber zunähen, ja, und das Ganze 6 Monate eingeheilt. So sah das weichgewebige Ergebnis aus nach den 6 Monaten. Freigelegt, Sie sehen, das sind hohe Abutments, 5er, also viel schöne harte Gingiva, sieht man ja auch an der Verfärbung. So sieht das Röntgenbild danach aus. Und das Ganze ist jetzt mehrere Jahre im Mund. Erfolgreich, Patientin glücklich. Wundheilung war dann sogar so, dass uns sogar die 5er kurz danach überwuchert sind. Also das kann schon gehen. Kurzes Gegenbeispiel, einer meiner Fälle in Bochum, bin morgens um 3 geweckt worden von der Notaufnahme, als ich da Assistenzarzt war. Patient ist da, sagt ihm, fällt ein Zahnimplantat raus, das ist doch nichts jetzt nachts für die Notaufnahme an der Uni, bin dort trotzdem hingedappt. Und dann musste ich kurz dem Patienten, dem ich vorher gesagt habe, Sie erzählen doch Blödsinn, da ist auch höchstens eine Krone locker von Ihrem Implantat, musste ich dem Patienten Abbitte tun. Sie sehen, wie das ganze Implantat da rauskommt, einen riesen Bombenkrater hinterlässt, das Implantat mit adhärenten Knochen rausgekommen ist. Hier sieht man die Histologie. Solche Bilder kann man dann schon durchaus behaupten, ne, als gut osteointegriert. Die Wahrheit ist, es hat sich ein riesen Sequester gebildet mit dem eingehaltenen Implantat drumherum. Bitte die Antiresorptiva absolut ernst nehmen, für die normale Praxis bitte davon Abstand nehmen, hier zu augmentieren oder zu implantieren. Es können katastrophale Verläufe entstehen. Ganz wichtig bitte aber auch, wir wissen, dass die schlecht passende herausnehmbare Versorgung mindestens das gleiche Risiko für eine Nekrose mit sich bringt. Das heißt, wir implantieren und wir in manchen Fällen muss man mit großem Klammerchen drum sehen, in manchen Fällen augmentieren wir auch in den Bisphosphonatfällen, wie ich es Ihnen eben gezeigt habe, mit Bauchschmerzen und vorsichtigen Herangehen, wenn man das richtige Protokoll hat, dann ist eine Implantation beim Bisphosphonat-Patienten je nach Vorerkrankung und Dosis zumindest was, was man nicht komplett ablehnen muss, sondern man kann da absolut mal drüber nachdenken und eine Risikoabschätzung einstellen. Beim Sinuslift, Sie können im Grunde alles nehmen, bei wirklich großen Defekten nehmen wir zum Beispiel Veneergrafts vom Becken, zeige ich Ihnen nachher auch noch von der Heilungszeit her ein paar Monate, wenn Sie ganz sicher laufen wollen, 6 und Vorsicht mit bestrahlten und antiresorptiven Patienten. So, und jetzt gehen wir noch auf die großen Sachen, verdrängen mal ein bisschen das Weichgewebe. In der Defektbiologie sind wir ganz rechts auf unserer Skala, in der Grafik sind wir hier. Ja, und nochmal kurz zur Statistik. Unter einer GBR-Technik ist die Barriere entscheidend für das Ergebnis, weniger als das Füllmaterial. Wenn man einen Block nimmt, sind die extraoralen Blöcke sehr massiv, also können wir 10 mm und deutlich mehr kriegen. Für die kleineren Distanzen reichen uns auch intraorale Blöcke, wenn wir Blöcke machen wollen. Materialien und Techniken, so sieht so ein Blöckchen aus, ne, draufgeschraubt. So sieht der Zugang zum Beckenkamm aus. So sieht ein Ridge Split aus, was im Grunde nichts anderes ist als auch eine Verdrängung mit einem Block, der ist nur halt ortsgebunden noch. Und das war ein schöner Biobrief, den wir mal mit geistlich gemacht haben über so eine entsprechende Gittertechnik. Wir haben
bis April 19, also das ist jetzt schon wieder anderthalb Jahre her, hatte ich 33 Fälle ohne Fehlschläge. Allerdings muss man sagen, es gibt Deszenzen, da gehe ich auch darauf ein, wie man davon umgeht. Und Sie sehen hier links, von den 33 Fällen waren nur zwei ohne Risikofaktoren. Jetzt sind wir wirklich deutlich, deutlich mehr von den Gittern und die Statistik ist ungefähr noch genauso unverändert. Also nur, dass Sie ein Gefühl grob haben. Hier ein Fall, haben wir mit dem Gitter gearbeitet. Man sieht einen deutlichen Defekt, gerade lateraler Art. Wenn das Gitter drauf sitzt, sieht man auch die vertikale Distanz, die fehlt. Das Ganze aufgefüllt mit einem Mix aus autogenem Knochen und safe-gescrapperten Material. Kleiner Trick, wenn Sie sowas machen wollen, passen Sie Ihre resorbierbare Membran an das Gitter an, bevor Sie es einbauen, weil jetzt können Sie so als Förmchen richtiggehend ausschneiden, dann überdeckt mit PRF-Matrix. Das muss man nicht machen. Was man beim Gitter machen muss, also zumindest aus meiner Sicht, ist wirklich immer eine resorbierbare Membran drüber machen, dass es zusätzlich abgedeckt ist. So ist das Ganze dann abgeheilt. Planung für die Implantate. Ganz wichtiger Punkt, wenn ich in dem Bereich augmentiert habe, dann versuche ich mit einem System zu arbeiten, das mich zumindest vollgeführt bohrt, bohren, idealerweise auch vollgeführt implantieren lässt, weil die Knochenqualität nicht immer vorhersagbar ist. Das Gitter, das Rausnehmen des Gitters, das ist manchmal so ein bisschen tricky. Sie sehen, das ist alles schön fest, mehr oder weniger. Also oberflächlich ist eine Schmierschicht drauf, aber so wahnsinnig natürlich toll sieht der Knochen nicht aus. Was daran liegt, zeige ich Ihnen nachher auch, weil ich da viel zu viel xenogenes Material und viel zu wenig autogenes Material drunter hat. Man sieht aber auch pathologisch, das ist junger, reifender Knochen, den man da kriegt. Entsprechendes Bohrprotokoll, eingesetzte Implantate. Ich mache bei sowas dann immer noch so ein Kontur-Shaping oder Rekonturierung. Gleiches Knochensparen-Mix mit einem bovinen Material und Membran drüber. Und man sieht hier, welche Distanzen man da eigentlich doch relativ komplikationsarm kriegen kann. Ja, freigelegt, Weichgewebsmantel reicht uns auch. Entscheidende Frage ist die Knochenqualität unterm Gitter. Das ist einer meiner ersten Fälle, da haben wir nur xenogenes Material drunter gehabt. Sie sehen auch hier, ist zwar fester Knochen, sieht aber so ein bisschen komisch aus. Wenn Sie es richtig machen wollen, nehmen Sie 50% autogene Knochenchips aus dem Safe Scraper zum Beispiel, direkt aus dem Bereich, den Sie augmentieren und mischen das mit der gleichen Menge von einem feinen Knochenersatzmaterial. Das macht dann wieder einen Sticky Bone, hält auch schön im Gitter, wie Sie sehen, fällt nicht raus. Wenn man das dann rausnimmt, kriegen Sie sowas. Sie sehen noch ein paar Partikel, aber ansonsten hat man wirklich gesunden, guten Knochen. Komplexitätsfaktoren, jetzt wird es wichtig. Bei den großen Augmentationen ist alles gefährlich. Wir arbeiten viel mit Verbandsplatten drüber, aber die Aufklärung ist schon ganz deutlich. Gerade Habits wie Rauchen haben schon eine deutlich erhöhte Verlustrate dabei. Inkompliante Patienten sind da schwierig. Auch PPAE und SSRI nehme ich dann tatsächlich in die Aufklärung mit rein. Hier ein Fall zum Beispiel Habits. Wunderschönes Gitter kombiniert mit einem Sinuslift. Sieht nach 2 Monaten plötzlich so aus. Warum? Weil der Patient kurz nach der Nahtentfernung angefangen hat, seinen Lieblingsnachos zu futtern und das Gitter im Ganzen zerfetzt hat. Den Fall kennen Sie schon aus dem Planungsseminar. Und hier wichtig, das so freiliegende Gitter wird vor der Implantation entfernt. Sie sehen hier das augmentierte Areal und drüber gewachsenes Weichgewebe. Das Weichgewebe bitte erhalten, ganz, ganz wichtig, drumherum zunähen, heilen lassen. Der Alexander Volkmann hat wirklich eine großartige Studie dazu gemacht, die ganz klaren Algorithmus vorgibt, wie man da das macht. Und wenn man sich daran hält, ist man relativ safe. Hier sieht man das Abheilungsergebnis nach ein paar Tagen und Sie werden sich aus dem Planungsseminar erinnern. Hier war dieses mittlere Implantat, deshalb diese Fälle immer 3D-Planen. Sieht man, da ist so ein bisschen mau mit dem Knochen. Jetzt kommen wir dann nochmal zur Implantation. Achtung, den Fall kennen Sie schon aus dem letzten Mal. Man macht auf, bohrt sich die Implantate vollgeführt vor und nutzt dann die 3D-Schablone, um den internen Sinuslift in dem Bereich durchzuführen, wo wir aufgrund der 3D-Planung wissen, dass es vom Knochen ein bisschen mau ist, verwenden da Sticky Bone, schieben den auf die Hälfte vor und schieben den Rest dann mit dem Eindrehen des Implantats nach oben. Hier die Analogschablone nochmal, dass wir wissen, wo es ist. Und ganz wichtig, wenn wir geführte Schablonen haben, diese resorbierbaren Membranen und auch die nicht resorbierbaren im Mund zuzuschneiden, ist eine Qual. Deshalb passe ich die an die Schablone an, schneide die entsprechend aus, brauche sie dann im Mund nur noch einsetzen, bisschen lateral konturieren, drüber ziehen, fertig ist die ganze Sache. Das Ganze ist großartig geheilt. Wir haben schön dickes Weichgewebe gekriegt. Sie sehen hier über 5 mm und hatten dann ein gutes Ergebnis.
auch mit der Augmentation deiner Mitte. Jetzt zeige ich Ihnen einen der Fälle, wo mir auch größer was schiefgegangen ist. Klarer lateraler und vertikaler Defekt, aber eher lateral. Knochenblock eingesetzt und dann drumherum her eine Konturaugmentation gemacht. Gibt schöne Studien, die zeigen, dass wir die Resorption des autogenen Grafts, die man statistisch sowas um die 25% einstufen muss, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber so die Größenordnung, dass wenn man da ein nicht resorbierbares Material drüber liegt und eine Membran, dass man das aufhalten kann. Bei Beckenkämmen ist mir das auch schön gelungen. Hier sehen Sie, wie das im Mund aussieht, dann die gesetzten Implantate. Der Knochenblock ist drin, aber irgendwie sieht der ein bisschen komisch aus. Gefällt mir nicht so gut. Postoperatives Röntgenbild, bam. Was ist passiert? Der ganze Knochenblock ist rausgekommen. Ja, nekrotisch geworden. Sieht man hier, ist einfach nur noch tot. Wir haben das System einfach mit dieser doppelten Sache überladen. Die Implantate können Sie nicht retten, keine Chance. Implantate entnommen und im gleichen Eingriff mit dem Implantaten entnehmen. Ein Gitter geplant, so sah das aus. Ungefähr 5 mm vertikale Höhe haben wir dann. Das wird dann mit Safe Scraper Knochen aus dem umliegenden Bereich und einem Ersatzmaterial beladen. Schön festgeschraubt, resorbierbare Membran oder Matrizes. Hier wirklich mit Bauchweh rausgegangen. Das Ganze ist aber Gott sei Dank schön geheilt. Ja, so sah das postoperative Röntgenbild aus und da erkennt man, wie groß dieser Defekt tatsächlich war. Und hier sieht man im DVT, im Planungs-DVT für das geführte Implantieren, im Rot dann der Bereich, der augmentierte tatsächlich ist. Also ein massives Volumen, das wir unter diesem Gitter gekriegt haben. Und man sieht auf der rechten Seite hier sogar ein bisschen Knochen durchgewachsen. Achtung, das ist was, was das Herausnehmen dieser dreidimensionalen CAD/CAM-Gitter tatsächlich erschweren kann, wenn der Knochen durchgewachsen ist. Kleiner Tipp von mir, habe ich schmerzlich gelernt, wenn Sie das festziehen mit den Schräubchen und Sie hauen das so richtig fest, wie man eine Osteosynthese mundkiefer-gesichtschirurgischer Art festschrauben würde, dann haben Sie das wesentlich häufiger, als wenn Sie es zwar handfest schrauben, aber nicht so festschrauben, dass das Gitter regelrecht unter dem Druck deformiert. Dann hat man hier beim Herausnehmen deutlich weniger Probleme. Sie sehen, was wir für eine Knochenqualität gekriegt haben. Wieder das geführte Implantieren. Das ist das System, ich habe es Ihnen beim letzten Mal schon gezeigt, das ist das Bego-System. Da hat man diese kurzen Löffelchen. Patienten mit einer sehr geringen Mundöffnung, sieht man auch ein bisschen am Foto, kann die Löffel nach innen drehen, dadurch die Zunge abhalten. Die gesetzten Implantate, Bohrspäne eingesammelt, mit xenogenem Material gemischt. Wieder die Membran zugeschnitten, gleiche Technik jedes Mal, dann ist es vergleichbar und Sie können es auswerten, so saßen die Implantate drin. Für mich die Lehre, ich habe 6 Fälle Blöcke und Resorptionsschutz gemacht, ich habe alle 6 verloren. Im Vergleich dazu, ich habe 20 normale Blöcke gemacht im gleichen Zeitraum, davon keinen einzigen verloren. Also ich persönlich habe davon komplett Abstand genommen, obwohl es Evidenz in der Literatur dafür gibt. Immer kritisch umgehen damit. Sie haben verschiedene Techniken, die Sie nehmen können. Beckenkamm ist was, natürlich, wenn man jetzt die Osteoinduktivität betrachtet, der Goldstandard, absolut. Aber wir wissen, der Beckenkamm resorbiert. Gerade nach 5 bis 10 Jahren ist davon viel weg. Und in der Zukunft wird zum Beispiel an resorbierbaren Gittern geforscht. Von den Risikofaktoren muss man wirklich aufpassen. Insgesamt scheint eine GBR-Technik relativ problemunanfällig, auch bei Patienten mit Vorerkrankungen. Hier nehme ich zum Beispiel die Antikoagulantien. Da ist das Gitter, vorhin wurde das Wort angesprochen, dass das Material ja fast wie ein Schwamm ist. Absolut richtig. Gerade wenn Sie eine GBR-Technik machen und ein Fremdmaterial drin haben, das sich vollsaugen kann, haben Sie kaum Blutungsproblematik. Zum Beispiel unsere Dialysepatienten sind daher wirklich bevorzugt von mir mit Gittern versorgt, auch weil ich den Entnahmedefekt fürchte. So. Jetzt haben Sie mir sehr lange Ihre Aufmerksamkeit geschenkt an diesem Abend. Lassen Sie mich zum Fazit kommen. Sie haben es vielleicht so ein bisschen gemerkt. Ich bin inzwischen, trotz meiner MKG-Herkunft, obwohl ich wirklich autogenen Knochen sehr, sehr gerne entnehme, häufig im Alltag bei einer GBR-Technik und aus den Zeit- und Planungsgründen Anpassungsmöglichkeiten an die individuelle Anatomie machen wir relativ viele dreidimensionale Gitter, weil es relativ schnell ist, eine tolle Barriere ist, wir keinen Entnahmedefekt haben und bei Komplikationen, nämlich Deszenz und Infektionen, durch die Entnahme des Gitters und einfach weiterheilen lassen, sehr, sehr gute Reaktionsmöglichkeiten haben. Wichtig ist, und falls Sie sowas machen wollen, gilt auch hier wieder das Angebot, kontaktieren Sie uns bei der Planung. Bei der Planung kann man ein bisschen was falsch machen. Es ist nämlich wichtig, dass man schon bei dem Design des Gitters sich überlegt,
Wo müssen die Schrauben hin? Das, was ich Ihnen hier übrigens zeige, ist die Planungsansicht des Gitters in dem Fall, wo ich den Block verloren habe. Und Sie sehen hier diese beiden Blöckchen noch da in der Mitte. Das sind noch die beiden Implantate, die noch in situ stehen. Man sieht sehr schön, wie viel Volumen da vertikal auch aufzufüllen ist. Wichtig ist, dass man es gut an die Anatomie anpasst. Das kann man aber eben auch schön vorbereiten. Und dass man sich klar ist bei der Füllung, Knochenspäne aus dem Bereich mit dem Safe Scraper, dadurch konditionieren Sie sich auch den Knochen vor. Bei allen Augmentationstechniken gilt das, Vorkonditionieren des Knochens, Blutungspunkte aktivieren, denn ein nicht verletzter Knochen hat per se eigentlich gar nicht so viel Grund zu heilen. Also diese kleinen Blutungspunkte setzen und dann 50-50-Mischung und dann klappt es auch mit dem Knochen. Analog dazu ist die geführte Schablone für mich wirklich was wichtig ist in der Implantation in augmentierten Arealen, weil eben, wie in dem Fall der Gitterdistenz Ihnen vorhin gezeigt, wir in der Vorplanung schon sehen, wo gibt es möglicherweise Probleme im Augmentat und wir dann bei der Implantation reagieren können. Hier gilt wieder das Gleiche, die Schablone, Sie erinnern sich ans letzte Online-Seminar, muss immer in der gleichen Position fixiert sein. Wichtig ist, dass Sie eine gute Löffeltechnik haben, das wird ja vom Implantatsystem vorgegeben und das danach aussuchen und dass man eben die 3D-Planung nutzt, um die Anatomie sich gut anzugucken. Den Fall, unser sehr kranker Fall, den kennen Sie schon. Wir haben damals, also im letzten Online-Seminar, habe ich Ihnen nur die Implantation gezeigt. Jetzt zeige ich Ihnen die Vorbereitung. Aufgrund der mehrfach schiefgegangenen Eingriffe im Oberkiefer hatte leider, wie wir während der OP herausgefunden haben, keine schneidersche Membran gehabt. Wir haben einfach nur gesehen, da ist gar kein Knochen mehr und alles defekte. Dementsprechend haben wir beidseits Knochenblöcke vom Becken genommen. Sie sehen hier in der Mitte die Nasenscheidewand, die beiden Tupfer sind im lieben Nase links und rechts und da sehen Sie, dass tatsächlich der Nasenboden bei ihm den Alveolarkamm bildet. Also es ist gar nichts. Wir haben eine Veniertechnik probiert. Das war ein bisschen schwierig, weil er wahnsinnig wenig Knochen hatte, stark geblutet hat. Sie erinnern sich, ist vielfach vorerkrankt von Osteoporose über Leberzirrhose, über andere Problematiken, die er noch mitgebracht hat. Haben dann die Veneergrafts mit einem nicht resorbierbaren Material abgedeckt, PRF drüber. So sieht das 3D-Röntgen danach aus. Sie sehen maximal lateral aufgebaut. Ja, dann später, nach 6 Monaten, die Implantate gesetzt. Man sieht hier an der blauen Linie, eigentlich die blaue Linie ist die Ursprungsnarbe da, wo ich initial mal Kristall geschnitten hatte, dass wir doch einen ganz ordentlichen Aufbau hatten. Ich habe vorhin ganz kurz das Weichgewebe erwähnt. Das ist so ein Fall, wo im Unterkiefer das Weichgewebe natürlich gar nicht geht. Das ist ein kompletter Fehlschlag zum jetzigen Moment. Es ist nicht versorgbar. Dementsprechend haben wir da eine Mundbodenplastik gemacht und aufgrund seiner Blutungsneigung, wie gesagt, Leberzirrhose und solche Dinge, haben wir uns entschieden, nicht großflächig das vom Gaumen zu nehmen, sondern auch da ein Fremdmaterial zu nehmen und diese Membran, die das ja darstellt, einzunähen. Das hat wunderschön funktioniert bei ihm. Sie sehen, so sieht das Ganze aus. Abgedeckt nochmal mit PRF und eine fest verschraubte Verbandplatte zur Formung. Schönes was anderes, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber jetzt ist es versorgbar. So sieht das Ganze dann aus. Kein Fall, den man gerne zeigt, aber einer, wo man sagen muss, wir von dem, wo wir hergekommen sind, sind wir froh, dass wir es überhaupt gekriegt haben. Das ist übrigens einer der Pro-Bono-Fälle, die wir mit Bego und Geistlich zusammen gemacht haben. Sie sehen hier einen Bego-Steg, oben fest verschraubt auf den Implantaten. Der Patient das erste Mal, als er dann endlich wieder Zähne hatte, nach über 5 Jahren Schmerzgeschichte, habe ich Ihnen ja beim letzten Mal erzählt, brauche ich jetzt nicht groß wiederholen. Wie sieht mein Algorithmus aus zur Entscheidung, was mache ich? Am Knöchel einen Defekt, habe einen kleinen mit Knochenwänden, Patient akzeptiert alle Materialien, dann werde ich eher auf ein xenogenes Material gehen. Allogen geht auch, die Diskussion hatten wir ja vorhin. Wenn der Patient kein Fremdmaterial haben möchte, dann bin ich beim autogenen Knochen oder beim PRF. Wenn wir einen kleinen Defekt haben, aber ohne Wände, ja, dann müssen wir tatsächlich das Ganze mit einer Membran abdecken. Ob wir jetzt ein xenogenes Material verwenden oder ein autogenes, ist da relativ egal. Solange wir Chips haben und keine Wände, brauchen wir eine Membran. Achtung, völlig richtig vorhin angesprochen, die Perios-Diskussion ist hier noch nicht ausdiskutiert. Aber ich kann es Ihnen, ich habe Ihnen ja vorhin in einem Fall auch von mir selber gezeigt, aus der klinischen Erfahrung sagen, lieber da eine Membran nehmen. Und bei großen Defekten, größer als 3 mm, haben wir entweder GBR-Techniken oder Block-Techniken zur Auswahl. Wichtig ist, dass es nicht das eine Material gibt, sondern alle Materialien haben, ob Knochenersatzmaterialien oder Autogene, haben spezifische Indikationen, haben Vor- und Nachteile, die Sie für den individuellen Fall abwägen müssen.
Da geht es dann wirklich darum, womit arbeiten Sie gern? Was liegt Ihnen? Was möchte der Patient? Was ist vom biologischen Hintergrund des Defekts nötig? Was ist vom medizinischen Hintergrund des Patienten nötig? All diese Fragen muss man reinnehmen. Der autogene Knochen ist besonders biokompatibel. Logisch, kommt ja vom Patienten, bringt aber einen Entnahmedefekt mit sich. Die Datenlücken haben alle Knochenersatzmaterialien mit dem Ausnahmen des bovinen Xenografts. Aber auch hier muss man sagen, dass nicht alle Materialien auf dem Markt die gleiche Datenlage haben. Dennoch muss man sagen, klinisch und von den Studien, die wir haben, sind für kleine Defekte, können Sie nehmen, was Ihnen persönlich gefällt. Für große Defekte brauchen wir eben die entsprechenden Spezialtechniken. Nochmal danke an die Sponsoren. Und rechts unten ist die E-Mail-Adresse eingeblendet, wo Sie uns natürlich erreichen können, gegebenenfalls natürlich auch immer über den BGEZ. Danke, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Ich weiß das sehr zu schätzen um die Uhrzeit und ich freue mich auf weitere Fragen. Ja, herzlichen Dank. Das war sehr, sehr intensiv, sage ich mal. Ein Wahnsinnsvortrag aus meiner Sicht. Ich bin jetzt keine Zahnärztin, aber so viel kann ich dann schon beurteilen. Unser Professor Zöller, Vizepräsident des BDEZ, hat vor Jahren mal gesagt, die Zeit der schönen Bilder ist vorbei. Und damit hat er gemeint, die schönen Fälle, die man immer so gezeigt hat, jeder hat seine schönsten Fälle nur präsentiert und die Dinge, die schief gegangen sind, hat man nicht gezeigt. Das haben sie ganz anders gemacht. Da muss ich sagen, wow. Also den Mut zu haben, dann auch mal Dinge zu zeigen, die schief gehen, finde ich beeindruckend. Ja. Ist halt die Wahrheit. Danke, dass Sie es sagen, aber es ist einfach die Wahrheit. Wissen Sie, wir haben Fälle, wo wir mit zwei Blöckchen Knochenersatzmaterial und einer PRF-Membran plötzlich bei 10 mm Parodefekten hinterher ein wunderschön implantierbares Lager gekriegt haben. Kann ich Ihnen zeigen, bringt aber keinen von uns weiter, weil das ein Ausnahmeglücksfall ist. Ja, wir müssen ja mal mit der Realität leben. Stefan, gibt es Fragen? Ja, ein paar Fragen haben wir noch. Was, glaube ich, eingeschlagen hat, sind die Bilder oder die warnenden Hinweise auf die Blutungsgefahr beim Sinuslift. Und insofern, da kann ich eine gute Frage anschließen, habe ich mir nämlich schon durchgelesen und gedacht, das würde mich auch interessieren. Sehen Sie die kortikalen Arterien der faszialen Sinuswand im DVT? Das heißt, ganz Nein. Spannend. Überlegung. Sehen Sie eine Chance, die im DVT zu sehen? Ich habe im Stillen drüber nachgedacht und habe gesagt, ich habe noch nie eine gesehen bei mir in den DVTs, aber ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Ich habe gesucht danach und insbesondere habe ich die Fälle abgesucht, wo ich auf die Dinger gestoßen bin. Erst am Montag wieder, beidseitiger Sinuslift, auf der einen Seite überhaupt kein Problem, auf der anderen zwei kaliberstarke, eine Vene, eine Arterie, kurz hintereinander. Und ich habe es wirklich im DVT mir angeguckt, mir Zeit genommen, ich habe sie nicht gesehen. Jetzt, wo man weiß, wo die sind, kann man möglicherweise in dem einen Fall postulieren, man hätte vielleicht was ahnen können, aber ganz ehrlich, wenn man das unbefangen anguckt, gar keine Chance, retrospektiv vielleicht hier und da, aber nein, sie sehen es nicht. Dankeschön, deckt sich voll mit meiner privaten persönlichen Erfahrung. Die Wundheilung bzw. die Deckung der Gitter beschäftigt noch die Teilnehmer. Die Fragen dahin, ob eine teilweise offene Wundheilung bei den Gittern angestrebt werden kann, plastische Deckung, Periostschlitzung empfehlenswert oder nicht, darf man es auch etwas exponiert lassen? Ist da der Charme im Auditorium möglicherweise? Das sind Charam Ganati, kennt ja jeder von Ihnen. Der ist, entschuldigen Sie jetzt die Wortwahl, es sind um die Uhrzeit bestimmt keine Kinder mehr anwesend. Er ist, glaube ich, der Einzige, der die Eier hat, die Dinger offen einhalten zu lassen. Sie haben gesehen, dass ich kein Problem damit habe, wenn ich einen Deszenzdefekt habe. Das stört mich wirklich inzwischen überhaupt nicht mehr. Ich kläre den Patienten von Anfang an darüber auf, dass es eine hohe Rate an Deszenzen gibt. Im Gegensatz zu allen anderen Augmentationstechniken, die wir aber kennen, ist das kein Problem, denn ich habe dieses 1 mm Knochen, den man möglicherweise verliert nach Volkmann, das kalkuliere ich in der Planung des Gitters ein. Und wenn es mir offen einheilt, nachdem es dann nach 1, 2, 3, 5 Wochen aufgegangen ist oder was, kriege ich wenigstens wunderschöne Schleimhaut. Ich persönlich traue mich nicht, die offen einheilen zu lassen. Schlicht und einfach altes kieferchirurgischer Grundsatz, dass jedes Osteosynthesematerial abgedeckt gehört. Der Charam Ganati zeigt viele Fälle,
wo er die Dinger offen einheilen lässt oder eventuell geniale Scharam-Technik, einen sterilen Handschuh aufschneidet und so ein Plastik drüber näht. Funktioniert in seinen Händen großartig. Ich habe es mich noch nicht getraut, bin ich ganz ehrlich. Dankeschön. Gut. Noch eine Frage oder noch eine weitere Frage nach den Materialien. Und zwar haben Sie Erfahrung mit den aushärtenden Beta-Tricalciumphosphaten? Da gibt es diese Spritzenapplikationen, die man erst anmischt und dann appliziert. Die werden fest. Ist hier auch ein Markenname genannt, den will ich jetzt weglassen. Aber gibt es da Erfahrung? Haben Sie da was schon mitgemacht? Ja, habe ich. Wir haben keine guten Erfahrungen damit. Das mag aber an mir als Person liegen, dass ich das vielleicht einfach nicht kann. Das, was vorhin beschrieben worden ist, dass nach ein paar Zeiteinheiten mal plötzlich das Zeug wieder rauslöffelt, das ist mir zum Beispiel mit sowas passiert. Das war noch an der Klinik, wo ich früher war, da haben wir das mal probeweise laufen lassen, da ist das leider relativ häufig passiert. Die Datenlage dazu ist minimal und mau. Und mir fehlt im Moment auch, das klingt jetzt ganz hart, aber der Grund, das einzusetzen. Nur dazu kurz der Gedankengang. Wenn ich eine Lösung für einen Patienten bringen muss und es gibt nichts dazu auf dem Markt, dann können Sie grundsätzlich auf alles zugreifen, weil es gibt ja sowieso nichts. Wenn es jetzt für das Problem des Patienten lang etablierte Lösungen mit wirklich hervorragenden Datenlagen gibt, dann brauchen Sie aus meiner Sicht einen ganz harten Grund, von diesem bekannten, evidenzbasierten und klinisch sehr erfolgreichen Weg abzuweichen. Und das Problem mit diesen selbstaushärtenden Materialien ist, dass wir da halt keine große Substanz dahinter haben von den Datenlagen. Es gibt bestimmt Leute, die kommen damit klinisch großartig klar. Aus meiner Sicht müsste man da noch warten, bis die Datenlage deutlich besser ist. Kurz vielleicht noch eine Sache zu den Gittern. Ich biete jedem an, Frau Wuttke, Herr Liepe oder wer auch immer das möchte, wer aus dem Auditorium das will, wir haben das viel in der Praxis, dass man vorbeikommt und mal ein, zwei Gitter mit uns macht oder andere Augmentationen. Also wir machen das wirklich viel. Das ist ehrlich gemeint und dass man einfach sich das anschaut, da sieht man es, glaube ich, am leichtesten, dass das alles kein Hexenwerk ist. Geben wir gerne weiter. Ich denke, das ist ein gutes Angebot. Vielen Dank. Also insofern, ich kann das nur bestätigen. Vorbeikommen hilft immer. Das Angebot ist sicherlich bei Ihnen, vielen, vielen Dank, aber bei jedem von uns im Prinzip kann das nur so weitergeben und auch, denke ich, Jörg Neugebauer hatte ja vorhin eine Frage, auch bei ihm ist jederzeit die Möglichkeit vorbeikommen, also insofern kann ich das nur weitergeben. Ja, super, hätte selbst auch mal Interesse, mir die Gitter mal anzuschauen bei Ihnen. Ich habe noch eine Frage hier. Dann sind wir fast durch. Ist die Sandwich-Osteotomie eine Alternative zur GBR-Technik? Ja, ist sie. Habe ich ein paar gemacht, sind erfolgreich gelaufen. In der 2016er Studie haben wir Sandwich-Osteotomien auch als eigene Gruppe untersucht. Wer es kann, großartig. Sie ist aber techniksensitiv. Sie müssen wirklich wissen, was sie tun. Und wenn ihnen das in die Hose geht, haben sie ein richtiges Problem. Bei einer GBR ist das Schöne, wenn Ihnen das in die Hose geht, sind Sie meistens zumindest hinterher nicht schlechter dran als vorher. Bei einem Sandwich, wenn Ihnen das nicht klappt, sind Sie schlechter dran. Prima, Dankeschön. Und noch eine letzte Frage nochmal zum Gitterknochen oder dem Knochen unter dem Gitter. Und zwar, entwickelt sich eine kortikale Struktur im Laufe der Zeit oder bleibt der Knochen spongiös? Ich würde so gern darauf antworten. Also Respekt ans Auditorium. Ich weiß nicht, ob das nur der Professor Neugebauer ist, der die genialen Fragen stellt. Bestimmt Nein, nicht. Aber ich kann verraten. Also es ist ja kein Geheimnis. Ich habe vorhin noch versucht, den einen oder anderen Teilnehmer per Ton reinzuschalten. Das ist mir leider mit dem GoToWebinar nicht gelungen. Also insofern, ich muss die immer vorlesen. Aber nein, es ist nicht immer derselbe. Ich bin komplett begeistert. Diese Frage treibt uns um. Wir versuchen, da mal mit Histologien dran zu gehen, die Vorbereitungen dazu laufen. Der Markus Seiler, das ist ja der muss man sagen, der geniale Kopf hinter diesen 3D-Gittern, die ich gezeigt habe. Das Besondere an dieser 3D-Gittertechnik, die ich gezeigt habe, ist, dass sie die Exposition zum Mundmilieu gut aushalten. Passt ja auch zur Frage von vorhin, Thema offen einheilen lassen. Scharam hat gezeigt, das geht tatsächlich. Wir können alle sehen, wenn es exponiert, macht es nichts.
mit herkömmlichen Titangittern, die wir aus der MKG-Chirurgie kennen. Wenn wir zum Beispiel einen Diefenbach-Weber-Schnitt hier machen, das aufklappen, weil zum Beispiel eine onkologische Problematik in der Tiefe ist und dann den Bereich durch ein herkömmliches Titangitter anbiegen, ersetzen, zumachen, wenn uns das dehiszent wird, haben wir immer ein Problem. Aus einem Grund, der meinem Intellekt weit übersteigt, hat der Markus Seiler da geschafft, eine Oberflächenstruktur zu kreieren, die einfach mit dem Weichgewebe wunderbar klarkommt. Und er hat tatsächlich auch Histologien, wie das drunter aussieht. Und bei dem, was ich gesehen habe, können wir tatsächlich davon reden, dass wir außen eine kortikales ähnliche Struktur haben und in der Tiefe spongiös ähnliche Struktur. Ich weiß nicht, ob Sie sich an eins der Bilder von vorhin erinnern, wo ich bei dem Fall, wo der Block rausgefallen ist und wir das Gitter ersetzt haben, in Rot eingezeichnet habe, was das augmentierte Areal war. Und da konnte man tatsächlich sehen im DVT, dass der knocheninnenliegende Teil des Augmentats eine andere Binnenstruktur aufweist als der außenliegende Teil. Das merkt man auch beim Reinbohren. Und wenn man sich die Bohrlöcher anguckt, sieht man einen kortikales ähnlichen Rand um außen am Bohrloch. Je tiefer man geht, desto spongioser ähnlicher wird es. Ob das jetzt eine echte Kortikalis ist, vermag ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht selbst zu beurteilen. Es ist aber nach 6 Monaten Einheilzeit, wobei es nicht aufgegangen sein sollte, respektive etwas längerer Einheilzeit, wenn es aufgegangen sein sollte, zumindest klinisch sehr, sehr ähnlich. Noch einmal Dankeschön. Und die letzten Statements gebe ich gerne weiter. Besten Dank, sehr schöner Vortrag. Vielen Dank für das tolle Webinar an alle und auch noch per E-Mail. Auch für den erfahrenen Implantologen sehr brauchbare Infos. Also insofern, ich freue mich auch, gebe die Kommentare und gebe die Danke sozusagen, gebe die Danksagung gerne weiter. Aber kann das auch gern zurückgeben. Danke also auch Ihnen allen zu Hause, dass Sie so zahlreich hier abends noch lange durchhalten. Es ist noch in der Woche, sage ich mal, noch kurz vor Freitag. Insofern also von meiner Seite auch nochmal vielen Dank auch hier an Familie Trölsch, dass sie so lange auch auf den Papa noch warten muss. Und den Na wollen wir klar. jetzt auch langsam zur Familie kommen lassen, denke ich mal. Also insofern meinen ganz herzlichen Dank von Seiten des BDZ-EDI nochmal. Meine Frage, Anita Wuttke, Hinweis auf kommende Webinare. Ja, es gibt erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank. War sehr, sehr aufschlussreiches Webinar. Und ich traue mich jetzt keine Frage mehr zu stellen bei diesem hochkarätigen Auditorium. Also da, das alles Fachleute. Es gibt weitere Webinare. Nächste Woche geht es um die Praxis als Vermögen sehen mit Dr. Freimut Vizetum, unser Vorstandsmitglied. Also da geht es darum, dass man, wie man die Praxis aufstellt eigentlich und wie man damit umgeht als Unternehmen sehen. Und anschließend wird ein paar Tage später haben wir wieder ein Abrechnungsseminar mit der Frau Saalhoff und da geht es um Chairside Abrechnung. Und das letzte Seminar dieses Jahres wird unser Professor Ratajczak bestreiten zum Thema die strafrechtliche Seite der Zahnmedizin. Bestimmt auch sehr spannend. Ja, also ich bedanke mich nochmals auch bei den Sponsoren, die Firma Bego und die Firma Geistlich. Und möchte es nicht versäumen, auf unsere Internetseite hinzuweisen. Dort finden Sie alle Seminare, dort finden Sie auch die Podcasts von den bisherigen Seminaren. Also wenn Sie da hingehen und auf Seminare, also der BDIZ-EDI informiert, Seminare gehen, dann sehen Sie auch die vergangenen Seminare, können Sie dann als Podcast sich anschauen auf YouTube. Wir haben einen YouTube-Channel. Das war's dann von meiner Seite. Ich wünsche einen schönen Abend und ich hoffe, wir können uns jetzt entspannen und müssen uns nicht über jetzt Wahlen in Amerika ärgern. Wir werden sehen und sind gespannt. Ja. So, danke, Herr Tölsch. Danke, Frau Wuttke. Schönen Abend. Gesund bleiben. Genau, das Bis zum nächsten Wichtigste. Mal. Ciao. Gesund Danke, dass ich bleiben. wieder da sein durfte. Schönen Abend. Vielen Dank Ja. nochmal. Ciao. Schönen Abend.